Technik funktioniert. Giratina, nicht shiny. Regidrago, nicht shiny. Und so beginnt der Zyklus von vorne. Was tue ich hier eigentlich? Warum tue ich mir das an? Warum? Hallo, Maurice. Weißt du, warum ich mir das antue? Andere Farbe. Was können die schon? Nix können sie. Hallo, Redface. Hallo, Yoshi. Josh. Hallo, JP. Redface, danke übrigens für dein Patreon. Ich habe das gemerkt, als ich jetzt fürs Gen 6 Video alle aufgelistet habe. Du warst so neu, dass ich nochmal neu aufnehmen musste, also nur deinen Namen. Redface. So ungefähr. Verzweifle seit 3 Wochen an einem shiny Zubat. Und es ist nur ein Zubat. In HGSS. Magst du Zubat so gern? Oder magst du HGSS so gern? Was von beiden magst du so gern? Hallo Bart Fassé. Hallo Mariko. Hallo Kühner. Hallo Angel. Hallo Dave. Hab gestern Abend einen Shiny Morlord bekommen. Nice. In welchem Spiel? Aber du bist der Shiny Nick, also in Kamesino und Purpur. Hallo Isa. Hallo Sword of the Demon King. Hallo Josh. Again. Kommt das Video Donnerstag, also Gen 6? Ja. Morgen kommt es auf Patreon und Donnerstag kommt es auf YouTube. Möchte mir ein HGSS, ein Shiny Only Team aufbauen? Ah, und X-Bud ist tatsächlich sehr, 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 sehr gut, ja. Aber mein Boy X-Bud, sie haben ihn so verschandelt als Shiny. Warum denn rosa? Hallo Marco. Ich habe durchgezogen mit dem Video. Der Schnitt ist fertig. Jetzt muss ich die Musik drunter legen und Details, Feinheiten machen. Aber das werde ich heute Nacht machen. Ich habe gerade das Intro geschnitten. Und ich bin mir immer noch nicht sicher. Aber ich weiß auch nicht, wie ich es anders machen soll. Weil ich habe ja wirklich 11 Minuten pures Gameplay drin, wie ich die Top 4 besiege. Und irgendwie will ich es drin lassen, aber irgendwie ist es auch so 11 Minuten, die sich ziehen. Weil es die ganze Zeit nur Gameplay ist. Also entweder... Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Mal schauen, ob mir was kommt. Ah ja, Donnerstag kommt das Video um 16 Uhr und auf Patreon, sobald es fertig ist. Also vielleicht heute Nacht oder morgen Mittag. Spätestens morgen Mittag. Ich hab's durchgezogen, ja, aber es ging. Ich habe mir wirklich Zeit gelassen mit dem Gen 6 Video. Aber auch nur, weil einfach so viel anderes Zeug außenrum gerade ist. Am Samstag waren wir den ganzen Tag im Ikea und ich habe mich richtig drauf gefreut. Ich freue mich irgendwie jedes Mal auf Ikea und dann bin ich da und nach einer Stunde ist es so, warum? Warum habe ich mich gefreut auf Ikea? Warum? Hier sind so viele Menschen, alle sind dumm. Alle Ikea, auch wenn die das eigentlich echt perfekt machen, Ikea, aber es ist trotzdem... Die Wege, dieses Labyrinth da drin. Oh. Und dann musst du eine Sache, denkst du dir, okay, wo ist diese eine Sache? Ja, vielleicht war die am Anfang. Den ganzen Weg zurück gegen den Strom. Und das habe ich so oft gemacht. Lecker schwedisch essen. So lecker ist es nicht. Es ist Kantinenessen.
Aber ja, Hotdog für 1 Euro, beziehungsweise es gibt da sogar einen Plant Hotdog für 85 Cent. Aber es ist halt auch nicht mehr das, was es mal war. Habe ich alles für Gen 7? Ja, ich habe alles für Gen 7. Ich glaube, ich habe echt jedes. Sonne, Mond, Ultrasonne, Ultra. Ich, weil es gibt ja. Andere haben ja schon Sachen ausgeliehen. Ich hoffe, ich erinnere mich noch mehr, wer mir was ausgeliehen hat. Hallo Michael, Dankeschön. Sie helfen dir sehr weiter. Das ist gut, das ist gut. Die Waffeln? Waffeln gab es nicht bei Ikea. Meinst du die Zimtschnecken? Kekse von Ikea. Ja, die Zimtschnecken sind krank geil. Hallo Lurky. Euch hat es 30 Grad. Beschwer dich nicht. Jetzt 16 Grad. Jetzt 16 Grad. Es ist hier buchstäblich halb so kalt wie bei euch. Ich habe einen fucking Pulli an. Im September. Es regnet. Und das einzig schöne Wetter, was war, war, als wir im Ikea waren. Und ich bin mit Stress pur aus diesem Ikea rausgegangen. Es ist so anstrengend gewesen. Aber wir haben so gut wie alles gefunden, gekriegt und ich kann jetzt behaupten, dass die Wohnung jetzt fertig ist. Seit bald mache ich ein Patreon-Video, wo ich euch durch die Wohnung führe. Wen es interessiert, wie dekadent ich jetzt lebe. Du hast bald Geburtstag. Dann wünscht dir was vom Christkind. Spielst du trotzdem Sonne und Mond, obwohl man alles in Usum holen könnte? Nee, ich spiele nicht Sonne und Mond. Ich habe ja auch... Wobei, das wird das erste sein, wo ich nicht die erste Version spiele. Ich meine, ich habe meistens mit der Special-Version angefangen. Kristall, Smaragd, Platin. Aber ich musste die anderen immer spielen. Und da... muss ich jetzt die anderen nicht spielen. Deswegen, ich glaube, ich mach's nicht, weil so gut sind die Spiele ja nicht. Ich werde das Video anfangen mit... Meine Voreingenommenheit war, dass Sonne und Mond scheiße sind. Und dann warte ich 5 Sekunden und sag, ich hatte recht. Nee, vielleicht wird's ja mega geil. Aber ja, ich gehe voreingenommen rein, dass es richtig ein beschissenes Spiel wird. Bei 400 kommt wahrscheinlich die Giratina. Du weißt, dass wir bei 3300 sind. Shiny Nick, du hast schon jetzt so oft Zahlen gesagt und du hattest noch nie recht. Ich glaube, langsam muss ich deine Fake News wirklich unterbinden und dir eine Strafe aufbinden, wenn du nochmal falsch liegst. Also wenn es diesmal bei 3400 nicht kommt, was für eine Strafe hättest du gern? Zur Auswahl stehen. Ich nenne dich ab jetzt immer Shiny... Knick. Nee, ist nicht böse genug. Shiny Fick. Nee, ist zu böse. Shiny Dick. Nein, das ist zu blöd. Shiny. Shiny Peter. Okay? Ich nenne dich dann ab jetzt immer Shiny Peter. Das ist die eine Strafe, die du dir aussuchen kannst. Oder... Du machst es so wie jedes Mal und bist einfach nicht da, wenn die 400 passiert, weil du jetzt zum Tischtennistraining gehst und entgehst somit deiner Strafe, weil du einfach nicht da bist, wenn ich über diesen Punkt drüber gehe. So wie letztes Mal übrigens. Ich merke mir deine Zahlen. Jedes Mal merke ich mir das und ich freue mich drauf, dass dann das Shiny endlich kommt. Und dann kommt es nicht. Shiny Nickbert. Du bist bei 400 Zygarde Raids. Lurky, das ist krank. Das ist krank. Ich nehme an, du hast den Schiller bin. Das tut weh beim schwersten Raid, den man machen kann. Und willst du ihn auch viermal machen? Und, naja, es wird eh nicht passieren. Aber was ist, wenn Zygarde in Legends Zaa shiny handbar ist? Wahrscheinlich nicht. Sehr wahrscheinlich nicht. Tausendprozentig nicht.
Wir waren in den Sommerferien hier in Berlin bei Ikea noch nie so leer gewesen. Ikea kann leer sein? Übrigens, Dave, sorry, du bist ein Navi-Taub. Ich meine, gibt es irgendeinen Grund, warum ich Sonne und Mond spielen sollte? Eventuell, ich weiß es gerade nicht, genau genommen habe ich es ja auch schon, aber ich mach's nochmal. Wegen Ash Quajutsu. Oder? Ash Quajutsu geht nicht auf Ultrasonne, sondern ich muss es auf Sonne-Mond holen. Also 5 Minuten muss ich Sonne-Mond spielen. Weil du mir geschenkt hast. Ash Quajutsu? Nee. Hast du? Ich hatte selber eins. Und deins dann auch noch dazu. Okay, wir müssen Sonne und Mond spielen. Ach, das Spiel? Ja, okay. Ja, das Spiel hast du mir geschenkt. Wie weit bist du mit Manafi von der Encounterzahl? Ich glaube, 100. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall gesagt, ja, in dem Shiny Egg Month, was April war, Ostern, dass ich 100 versucht zu schaffen. Also 100 habe ich auf jeden Fall geschafft. Oder waren es mehr? Nee, ich glaube 100 war Max. Ich habe nach 100 erstmal aufgegeben, weil es war nur, weil Ostern war. Technisch gesehen spielst du ja schon Sumo wegen der Demo. Eben. Aber das ist der einzige Grund, oder? Ich meine, es gibt vielleicht kommt irgendwie da jemand im Chat und sagt, wusstest du, dass du in Sonne und Mond ein Pokémon kriegen kannst mit der OT von Nick, Bert und Peter? Und das, dann muss ich es mir doch... So wie... Also, ich weiß nicht, ob das jemand während meinem XY-Durchgang gesagt hat. Aber als ich ja alles aufgenommen habe, fertig gemacht habe, meine Gliederung geschrieben habe, als ich die Gliederung veröffentlicht habe, hat jemand gesagt, was ist mit Diantha? Ich so, was? Ja, Diantha schenkt dir einen Trassler mit ihrer OT. Ich so, nein, das hätte man mir gesagt. Dann hole ich mir das Trassler von Diantha. Hat dieses Trassler tatsächlich Dianthas OP? OT, meine Güte. Also, auf den letzten Drücker kommt dann jemand und sagt, wusstest du, dass du in Sonne-Mond ein Salgard holen kannst, das aus 99 Zellen besteht oder irgendwie sowas? Oder dieses, was war das, Brutalanda? Level 16 Brutalanda oder sowas? Das will ich vielleicht machen. Aber das geht wahrscheinlich in Usum auch. Die Totem-Pokémon sind ja auch Usum. Ja, und das, ich weiß gerade nicht mehr das Ergebnis. Aber ich habe ja in meinem, in welchem Video war das? In meinem Zeichenvideo habe ich ja gesagt, weil es genau genommen so auf PokeWiki steht, dass die Totem-Pokémon Titanen sind. Also sie werden unter den Titanen aufgelistet. Was bedeuten würde, dass die Titanen aus Usum das Titanabzeichen automatisch bekommen, wenn man sie auf Kamisil und Purpur überträgt. Ich glaube, das hat aber jemand von euch getestet und hat gesagt, nein. Was dann doof von PokeWiki ist, weil es unter den Titanen aufgezählt wird. Also wenn du bei Titanabzeichen hingehst und dann klickst du auf Titanen, also von Titanabzeichen, Hyperlink, Titanen, und dann werden die Titanen aus Usum mit aufgelistet. Dann denkst du so, das darf ja eigentlich dann nicht sein. Man kann leider nicht alle Totem-Pokémon übertragen. Ja, aber die, die in Kamisil und Purpur vorkommen, wie zum Beispiel Manguspector. Da kann man es überprüfen. Aber ich glaube, irgendjemand hat es überprüft und hat gesagt, nope. Kein Titanabzeichen, obwohl es Titanen sind. Trump. Mini-Trump. Giga-Trump. Totem-Trump. TT. Bin gerade bei 1246 Encounter bei Manafi. Oh je, Mine. Habe aber schon ein Shiny Starlili und ein Beezer gefunden, noch kein Manafi. Und du machst es, habe ich dich wahrscheinlich schon gefragt, ne? Und du machst es mit 2DS oder 3DS, mit 4 Eiern oder 8 Eiern? Oder hast du die Eier vorproduziert, 100 Stück oder sowas? Oder hast du den... Es gibt ja inzwischen den RSM-Glitch oder ACE. So, nicht RSM, was... ACE, das war aus Zelda gerade.
ACE, womit du Manafi aus einem Ei produzieren kannst und so. Es gibt ja so viele Methoden inzwischen, Manafi sich zu holen. Das Herrscher-Amphira ist stuck auf Usum. Ach wirklich? Nur das Amphira? Ach warte, oder sind die alle stuck? Kann sein, dass die alle stuck sind. Gab's das auch bei euch, dass wenn man in den Ikea mit Schlafanzug ging? Ja, das habe ich auch gelesen, dass das mit Schlafanzug und Ikea... Ah nee, das hat jemand von euch erzählt letztes Mal. Ich weiß nicht, ob das bei uns auch geht. Warum sollten manche Titanen gehen und manche nicht? Das ist aber auch komisch. Normal 4 Eier. Und da bist du schon bei 1246 Pascal. Du bist verrückt. Das ist Durchhaltevermögen. Naja, ist schon ein Achtel von den Odds. Manafi ist brutal. Wir werden es sehen, welche Totem-Pokémon ich übertragen kann. Aber es ist ja echt traurig, dass nicht alle gehen. Vor allem, was ist da die Logik dahinter? Vielleicht musst du dem Amphira aber auch nur eine Attacke verlernen oder sowas, damit es geht. Pascal ist sehr hart. Hallo Robinson. Ich habe wieder Robin gesehen am Samstag. Nee, am Sonntag. Ja, wir waren den ganzen Tag beim Ikea am Samstag und dann habe ich das am Samstagabend und am Sonntag aufgebaut, das Zeug. Und man muss schon sagen, also inzwischen, keine Ahnung, ich habe hier einen Billy von Ikea neben mir stehen, den ich seit über 10 Jahren bestimmt habe und komplett auseinanderfällt natürlich. Aber heute, wenn du so nicht mal teure Sachen, wir haben so ein Regal für Rosa gekauft, wo sie ihren Plattenspieler und Platten reintun möchte. Für 80 Euro. Alter, ist dieses Ding stabil gebaut. Ich habe das zusammengebaut und die Mechanismen, du musst nicht mal hämmern, du musst nicht mal wirklich schrauben. Das sind Mechanismen, die du da ineinander steckst und sowas. Bombenfest. So einfach. Denke ich mir echt, also Respekt so. Das haben die, glaube ich, krass noch verbessert über die Jahre hinweg. Weil diese, man kennt ja diese Standard-Billys aus 4 Hölzern und dann musst du nach hinten so ein Ding dran nageln und dann gehen die Nägel sowieso immer raus und das Ding wackelt hin und her nach dem dritten Mal aufbauen. Wie fandest du den neuen Alien-Film? Ich habe ihn nicht gesehen. Hallo Pokeimp, hallo Jenny. Ich wollte in Alien gehen am Samstag, aber ich hatte das ja erzählt, wie die das verkackt haben. Und ich habe, lustigerweise bin ich mir sicher, dass ich es nicht verkackt habe. Also ich habe die Karte bestellt für 4 Euro, weil IMAX Day ist am Samstag, war. Und habe mich schon gewundert, warum nur 4 Euro, aber war anscheinend legit. Habe das gekauft. 4 Euro wurden von der Kreditkarte abgebucht. Aber ich bekomme keine Bestätigungsmail. Dann schreibe ich dem Support, so hey, ich habe keine Bestätigungsmail gekriegt. Ich brauche hier irgendwie ein Ticket, dass ich da am Samstag ins Kino kann. Und es war ja wirklich so 5 Tage davor. Ich habe nie eine E-Mail von denen zurückbekommen. Die haben auch keine Hotline, wo man anrufen kann oder sowas. Und dann bin ich auf die Website gegangen, weil ich dachte mir, okay, 4 Euro, kaufe ich mir halt einfach nochmal ein Ticket. Wird schon klappen beim zweiten Mal. Gehe auf die Website und jedes Mal, wenn ich auf den Film an dem Datum mit der Uhrzeit geklickt habe, stand da, ist ein Fehler aufgetreten. Also die Website hatte eine Fehleranzeige. Nicht mein Browser hatte eine Fehleranzeige, sondern die Website hat gesagt, nö. Vielleicht haben so viele Leute versucht, diesen Film zu kaufen. Also irgendwas war komisch an diesem Film.
Immer wenn du drauf geklickt hast, hat die Website gesagt, geht nicht, Fehler. Also ich konnte gar nicht nochmal eine Karte kaufen. Und dann war Samstag, wir waren im Ikea und ich hatte eh schon keinen Bock, jetzt noch zum Kino zu gehen. Was mich locker eine halbe Stunde mit dem Auto hin, dann parken für Geld und sowas. Und dann hätten die da vielleicht wäre es gar nicht gegangen. Ich hätte dann dort irgendjemand finden müssen und sagen müssen, hier, meine Kreditkarte, ich habe 4 Euro gezahlt. Und sagt er, okay, aber ich weiß nicht, welche Nummer, wie heißen sie, keine Ahnung. Vielleicht wäre es einfach nicht gegangen. Da dachte ich mir, nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Lassen wir das. Aber ironischerweise, weil ich dachte immer, okay, ich hab einen Fehler gemacht. Ich habe meine E-Mail-Adresse falsch eingegeben, deswegen habe ich keine Bestätigung bekommen. Ironischerweise, keine Ahnung, 10 Minuten nachdem der Film vorbei war, kriege ich eine Mail mit der Frage, wie fanden Sie den Film? Geben Sie uns bitte Feedback, wie Sie unsere Kino-Experience fanden. Oh, habe ich ein Feedback gegeben. Ich habe alles auf Null gesetzt und habe dann drunter geschrieben, ich habe nie ein Ticket bekommen, habe das Geld gezahlt, ich habe nie vom Support gehört und Ihre Website ist kaputt. Und es ist das größte Kino in Irland, by the way. Es ist nicht irgendein dahergelaufenes Kino, es ist das Kino in Irland. Also ich war nicht im Kino, das ist immer so nervig, weil es ist mir schon gar nicht einfach gefallen, ein Ticket überhaupt zu buchen, weil ich mir dachte, gehe ich allein ins Kino, ist so doof, so komisch und dann muss ich da hin und ah. Weißt du? Und dann überwinde ich mich und dann kommt wieder irgendwas, was quasi dafür sorgt, dass ich jetzt wieder keinen Bock habe, das nochmal zu probieren. So. Wisst ihr, was ich meine? Du überwindest dich zu etwas und dann klappt's nicht, wofür ich überhaupt nichts kann. Und dann ist es so, dann halt nicht. Dann gehe ich halt nie allein ins Kino. Natürlich kriege ich aufs Feedback keine Antwort. Ich bin mal gespannt, ob ich irgendwann... Ich meine, 4 Euro sind nicht so schlimm. Bin mal gespannt, ob ich irgendwann eine Antwort kriege, aber wahrscheinlich nicht. Die sehen, okay, der hat sich beschwert, Film ist vorbei, wir haben 4 Euro. Er hat sich nicht nochmal beschwert, lassen wir. Aber ich, keine Ahnung, ich glaube, ich werde nochmal eine Mail schreiben. Und ja. Aber diesmal werde ich die Mail schreiben unter dem Punkt Refund. Und nicht unter, hä, was ist los? Naja. Natürlich geht es ums Prinzip, ja. Vor allem, wenn die Website nicht geht, dann haben das bestimmt viele gehabt, das Problem. Muss ein Problem von denen gewesen sein. Wahrscheinlich, weil irgendwie IMAX Day war, haben alle IMAX-Karten gekauft und das waren zu viele für die Website oder sowas und dann ist halt alles schief gegangen. 3400 ist kein Shiny. Nennen Sie mich Shiny Peter. Shiny Peter. Sag mal, wie kommst du immer auf diese random Zahlen? Vor allem, es ist echt ein Anfängerfehler, wenn du gerade Zahlen nimmst. Du musst schon so verrückte Zahlen nehmen, wie 3482 oder so. Kannst du nicht einfach 3400 sagen? Also Shiny Peter, was ist deine nächste Zahl? Wann kommt Shiny Giratine? Achso, du meinst, dieses Amphira, was man nicht übertragen kann, ist ein Fehler. Ich werde nachforschen, wenn es soweit ist. Aber ja, jetzt, wo ich mit Gen 6 quasi fertig bin, müssen wir uns langsam Gedanken machen zu Sonne und Mond. Aber ich weiß noch nicht, ob ich sofort damit anfange. Ich habe heute war am Wochenende hat die Post zu. Oder sie macht um 12 zu. Da schlafe ich noch. Berichte dann davon, das wird ins Video kommen natürlich, wenn man Amphira nicht übertragen kann. Ich habe heute mein 2DS, mein 2DS zurückgeschickt zum Reparieren. Aber ich kann trotzdem anfangen natürlich, weil ich will wieder auf dem Emulator spielen, weil die Qualität halt wirklich so viel besser ist. Das habe ich jetzt beim Schnitt wieder gesehen.
Ich hätte es mit Gen 5 schon machen sollen, auf dem Emulator spielen. Seitdem 3D in den Pokémon-Spielen vorkommt, 3D und DS, die Auflösung passt nicht zusammen. Das muss man emulieren, ey, dass es gescheit aussieht. Oder besser aussieht. Deswegen in Sonne und Mond werde ich das auch wieder emulieren. Das heißt, ich würde mal sagen, ich meine, heute ist Montag. Spätestens in einer Woche, nächsten Montag, fangen wir mit Gen 7 an. Und dann wird das hier einfach ein Kinofilm und wir lehnen uns zurück und ich gucke die ganzen Cutscenes an und mecker dabei. Wenn es bei 3, 4, 5, 6 kommt, wäre es eine geile Zahl. So wie mein Deoxys. 9, 8, 7, 6. Aber wenn es hier bei 3, 4... Was? Nee, was? 3, 4, 5, 6. Wenn es hier bei 3, 4, 5, 6 kommt, dann muss es auch ein Fail sein, so wie bei Deoxys. Das muss ich jetzt durchziehen. Immer bei einer Straße. Ich freue mich auf Usum. Du freust dich drauf, dass ich die ganze Zeit meckern werde. Wie heißt die Hauptprotagonistin? Lilly oder so. Die werde ich hassen wahrscheinlich, oder? Mit ihrem Universum in der Handtasche. Aha. Ich mag Amadeus nicht so. Es ist ein bisschen stressig, das Lied. Das mag ich. Hallo Daniela. Ist es kein Problem, wenn du die Pokémon auf einen Emulator fängst und auf Bank of Home transferierst, kann man da nicht gesperrt werden? Nö. Warum? Sind auch ganz normale, echte Pokémon. Emulator heißt nicht cheaten. Emulator, wie das Wort schon sagt, emuliert alles, was normalerweise auf dem DS passieren würde. Ich habe heute auch auf YouTube wieder die Frage gekriegt von wegen, was ist, wenn ich... Was war die Frage? Ich glaube, das war die Frage. Hast du das gefragt? Unpopular Opinion, Usum ist in den Top 3 aller Pokémon Games. Ultrasonne, Ultramond ist tatsächlich eines der schlecht bewertesten Spiele, weil sie kaum Zusatzinhalt gegeben haben und das Spiel nicht wirklich besser gemacht haben. Deswegen ist es so schlecht bewertet. Aber Sonne und Mond ist auf Metacritic tatsächlich nicht schlecht bewertet. Weil die Leute keine Ahnung haben. Also es ist natürlich kein Problem, Pokémon auf einem Emulator zu fangen. Legitimität, also du musst unterscheiden zwischen... Also ich benutze immer das Wort legitim. Aber es gibt die Legitimität für dich selber und es gibt die Legitimität für das Gesetz, Pokémon, für Home. Und ein Pokémon ist legitim für Pokémon selber, für Home, wenn es existieren kann. Das heißt... Ein Pummeluff mit der Attacke, nehmen wir irgendwas, was nicht sein kann, weil ich keine Ahnung habe. Ein Pummeluff mit der Attacke, weiß nicht, Solarstrahl? Wobei, Pummeluff, egal. Ein Turtok mit der Attacke Solarstrahl kann nicht existieren, richtig? Ein Turtok, oder? Ein Turtok mit der Attacke Solarstrahl kann nicht existieren. Also wenn du so etwas irgendwie herstellst durch Cheats und du packst es auf Home, könnte Home sagen, Moment mal, da stimmt was nicht. Und selbst das tun sie nicht, weil es schlecht programmierte Software ist und die das total sowieso verkacken. Aber so jetzt mal theoretisch gesehen, sollte das dann von Home geflaggt werden als, Moment, dieses Turtok ist gecheatet, weil Turtok kann kein Solarstrahl kann. Ne? Oder ein Turtok hat die Base-Stat von, weiß nicht, 300 und du erstellst ein Turtok mit den Base-Stats 10.000, dann sagt Home, Moment mal, das kann nicht existieren.
Das ist der Unterschied zwischen legitim und nicht legitim. Aber wo, wie, wann, warum du dieses Turtok fängst, ist doch komplett egal. Ist ja home egal. Das ist dann deine Legitimität. Legitimität. Also wenn du jetzt ein Turtok erstellst per Cheats, sei es mit PKSM, PKHex oder auf einem Discord von jemandem geschenkt kriegst oder was auch immer. Und dieses Turtok hat komplett logische, legitime Stats. Es kann kein Solarstrahl, es kann Aquaknarre, Hydropumpe, Panzerschutz und, keine Ahnung, Heuler oder Rutenschlag. Warum sollte dann Home sagen, Moment mal? Können sie nicht, die können nicht sagen, Moment mal. Woher sollen die wissen, dass dieses Turtok per Cheat erstellt wurde? Weil es ist ein echtes Turtok. Also, deswegen, ob du, egal, also die Art, wie du das Turtok bekommst, ist nur, der Unterschied ist, findest du das für dich selber legitim? Home wird da keinen Unterschied erkennen, weil es ist eine Datei und Dateien können kopiert werden. Ich habe nicht die VC-Version von RBG und müsste das über Emulator machen, hatte Angst, dass es dann nicht geht. Das geht alles natürlich. Der nächste Punkt ist natürlich, dass wenn du die VC-Version nicht hast, wovon ich jetzt, das hast du zwar geschrieben, aber davon gehe ich jetzt, ich gehe jetzt stark davon aus, dass du dich verschrieben hast. Und du hast natürlich die Virtual Konsole Spiele, weil wenn du die nicht hast, dann darfst du sie selbstverständlich auch nicht besitzen und nicht einfach emulieren, weil das wäre ja Diebstahl, wenn du die ROMs einfach irgendwo illegal runterlädst. Wenn ich Usum auf meinem PC spiele, dann habe ich das Usum, was ich besitze, hier neben mir, dann habe ich das gerippt auf meinen PC. Das ist mein Usum mit meinem Spielstand, was ich auf einem Emulator auf meinem PC spiele. Das ist nicht nur legitim für mich, sondern legitim für Pokémon, legitim für das Gesetz, Europa, Japan, Japan vielleicht nicht. Aber ne, ich mache es ja wirklich so, dass das ist alles meins. Autokorrektur? Ja, ja, scheiß Autokorrektur. Ja. Dachte immer, die Pokémon sind einmalig anhand ihrer PID, also wo auch festgelegt wird in Gen 3 zum Beispiel, ob es Shiny ist oder nicht. Das sind ja nur bestimmte PID-Shiny. Richtig, aber warum kannst du kein Pokémon erstellen mit der richtigen PID? Die Softwares, in denen du Pokémon dir erstellst, PKSM, PKHex, zeigt dir an, ob das Pokémon legitim ist. Da ist ein fettes rotes Dreieck, wenn irgendeine PID, irgendeine Attacke, irgendwas nicht stimmt an diesem Pokémon. Da steht auch sowas wie dann, wenn du drüber gehst, steht dann da, dieses Pokémon kann auf dieser Route nicht gefangen worden sein. Also, okay, gut zu wissen. Also du kannst eigentlich gar nichts falsch machen. Außer es ist dir egal. Und selbst wenn es dir egal ist, wird Pokémon Home sich wahrscheinlich nicht beschweren. Weil wir kennen alle die Leute, die irgendwelche Pokémon auf Pokémon Home haben, die nicht mal existieren können. Wie ein Shiny Koraidon. Wie ein Black Kyurem. Also fusioniert auf Home. Was einfach nicht möglich ist. Alles brave Mindlinge, die kennen keine Cheat-Software. Exakt. Kennen schon, aber sie wissen, wie man sie benutzt, wie man sie behandelt, wie man sie, du weißt schon. Oder Shiny Meloetta. Hallo Verox. Ich weiß, es ist Cheater, ich will es nicht löschen. Shiny Meloetta sieht schön aus, ja. Oh, Mariko, lösch es, bevor die Poké-Polizei kommt. Rocky. Nee, wie heißt sie? Doch, Captain Rocky. Nee, Lieutenant Rocky. Rocky. Nee, Rocco. Wie heißt sie? Wie heißt die Polizei? Rocky? Nee. Hä?
Doch, Rocky. Ja, Officer Rocky. Ja, stimmt schon. Rocco und Rocky würden ja da dann heißen. Wenn Rocco endlich Rocky kriegen würde, dann würden die ja Rocco und Rocky heißen. Ugh. Der kriegt die nie. Jetzt habe ich Spirit so günstig gemacht und ihr seid alle am Sparen, oder wie? Heute hat nur Dave Spirit gemacht. War ich wieder teurer? Nein. Noch günstiger. Ihr Papierverschwender. Und Happens macht, steh auf. Ja, lass, mach nur, provozier. Provozier halt. Ich spiele gerade Pokémon Rot, weil ich in einem YouTube-Video gehört habe, dass Blau cheatet und man auf der MSN niemals 40 Pokémon haben kann. Ich werde es wieder widerlegen. Wie willst du das widerlegen, wenn das Video es gezeigt hat? Und ich habe das erzählt. Oh ja, ich habe das YouTube-Video gesehen und dann habe ich es erzählt hier. Mariko, du weißt schon, dass ich dich jetzt aber wieder verarschen muss. Du legst es aber auch drauf an. Ich dachte, du guckst kein YouTube. YouTube ist kacke, das kann ich nicht gucken. Dies und das. Und er erzählt wieder, dass sie ein YouTube-Video geschaut hat. Von dem ich ihr erzählt habe. Geil, endlich günstiger. Ja, Gary behauptet auf der MSN, dass er bereits 40 Pokémon gefangen hat und jemand hat das überprüft, ob das möglich ist. Nach bestimmten Regeln, von wegen, dass er genauso einen Fortschritt hat wie der Charakter. Heißt, er hat keinen Surfer zum Beispiel zu dem Zeitpunkt und sowas. Aber allein da könnte man sagen, Gary hat halt einen anderen Weg genommen und kann halt schon Surfer und deswegen hat er schon 40 Pokémon. Aber ich nehme auch an, dass Gary eher ein kleiner, dicker Angeber ist und einfach 40 lügt, um anzugeben. Aber jemand hat das probiert und er kommt gerade so auf 40, wenn man ein paar Regeln missachtet. Also 40 ist eigentlich unlogisch, dass Gary zu dem Zeitpunkt hat, wenn er genauso sich bewegen kann wie der Hauptcharakter, wie man selber. Also warum willst du das? Mariko will es einfach auch machen. Das Video zeigt es so gut. Im Video macht er wirklich alles. Muss es 40 verschiedene sein? Ja, darum geht's. Natürlich. 40 Raupis. Ja, aber es geht darum, dass er 40 Einträge im Pokédex hat. Ja, Gary macht einfach 9, 10, 40. Zählen da auch Entwicklungen in die 40 rein? Ja. Also dieser, also der Starter komplett durchentwickelt zum Beispiel. Hannes. Oh, Hannes. Hannes. Hannes, dankeschön für dein Tier 2. Was haben wir denn jetzt hier für Zettel? Warum habt ihr denn jetzt Zettel gemacht, ey? Warum hört ihr auf mich? Hannes, hier ist dein Tier 2. Vielen, vielen Dank. Ab auf den Stapel damit. Am Ende des Jahres, was bald wieder ist. Es ist der 1. September, Leute. Nein, das ist der 2. September. Aber es ist crazy, oder? Es ist crazy. Ich habe noch nichts dieses Jahr geschafft. Weggeschmissenes Jahr, habe ich das Gefühl, bis jetzt. Aber Entwicklung gehören ja auch dazu.
und alles. Und ich meine, das wäre möglich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht geht. Ich meine, Arik, ich verstehe nicht, wie du das behauptest, wenn du das YouTube-Video gesehen hast. Das YouTube-Video ist irgendwie 20 Minuten lang, wo er exakt durchgeht und es macht, wie er jedes Pokémon fängt, was möglich ist und überlegt, was Gary zu dem Zeitpunkt haben könnte, wenn er nicht die Regeln beachtet. Ich weiß nicht, wie du das widerlegen möchtest, wenn es einfach ein Video gibt, wo das perfekt gemacht ist. Oder hast du einen Short gesehen, wo einer das einfach nur behauptet? Wie heißt das Video von wem? War das von Astro-Ding? Ist der Astro City? Ne, wie heißt der? Astro irgendwas. Astro Pokémon. Ja, das Video geht 2 Stunden. Dann geht's halt 2 Stunden. Wie willst du? Warum glaubst du dann keinem 2-stündigen Video? Asteroid, so. Ist es von Asteroid? Nee, ist nicht von Asteroid. Von wem war das? Hallo, Fuchs. Hab gerade ein Video von dir geschaut und da sehe ich, dass du gerade live bist. Wollt ihr mal nur sagen, dass deine Videos sehr hilfreich sind? Dankeschön! Dankeschön. Ich weiß nicht genau, welche du meinst, weil du formulierst das so, als würdest du von den Twitch-Videos reden. Die mache ich doch gar nicht mehr. Wenn du über Pokémon-Videos redest, freue ich mich noch mehr. Pokémon, du bist ein Remoraid. Hallo. Remoraid. Pass auf. So viele Karten. Mariko, du bist ein Geronimatz. Geronimatz, Mariko. Ich sag's 10-mal. Geronimatz, Mariko. Mariko, du bist ein Geronimatz. Ich rede von einem Eisberg-Video von Luffy. Ne, ich nicht. Ich rede von dem Video, wo es nur über dieses eine Thema geht. Jenny, du bist ein Weherba. Kühna, du bist ein Saltigant. Was ist da? Redface, du bist ein Onyx. Maurice, du bist ein Fuegro. Heißt das Fuegro? Yoshi, du bist ein Quapuzzi. Und Lurky, du bist ein Monozyto. Du machst auch Pokémon-Videos? Ja, ich mache nur noch Pokémon-Videos auf Ausrufezeichen YouTube. Ich kann ja nicht wissen, dass es da schon ein Video zu gibt. Ja doch, davon rede ich da. Ich habe ja die ganze Zeit geredet. Das ist im Eisberg-Video drin. Aber das da, ich dachte schon, irgendwas ist komisch, weil erstens schaust du kein YouTube, zweitens schaust du kein englisches YouTube. Aber jetzt muss ich das Video finden. Damit, ich meine, du kannst es auch selber nochmal machen. Wie finden wir das Video? Gary oder Blau, Blue 40 Pokémon. Ah, es war von Droomish. Von Droomish ist es. Hier, ist von Droomish. Hier hat er genau überprüft, ob man 40 Pokémon haben kann an Garys Stelle. Und er war sogar sehr, wie sagt man, sehr großzügig. Und nur wenn man sehr großzügig ist, kommt man gerade so auf 39, 40. Das heißt, Gary ist ein dicker Lügner. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Droomish. Droomish macht auch coole, verrückte, seltsame Videos.
Ich kann dir versprechen, zu all den Sachen, die du in dem Eisberg-Video gesehen hast, zu jeder Sache gibt es eine Handvoll eigener Videos. 100 pro. Weißt du warum? Weil YouTuber gucken sich diese Eisberg-Videos an und machen zu den einzelnen Punkten Videos. Die nehmen Eisberg-Videos als Quelle und dann oder als Inspiration, um dann Videos draus zu machen. Pokeimp, who said Pokémon? Sag du es mir. Hier. Pokeimp. Nur Pokeimp darf antworten. Sag mir, was das ist. Sag mir nicht, dass du einfach wieder gegangen bist, nachdem du 2000 Punkte ausgegeben hast. Manche Leute würden töten für 2000 Punkte. Pokeimp! Ja! Aber das war ja viel zu einfach. Oder? Wir suchen so ein schweres. Zu einfach. Hey, was ist denn? Zu einfach. Moment mal, haben wir die nicht immer unscharf gehabt? Die Unschärfe wurde nicht übernommen, als ich meinen PC zurückgesetzt habe. Einen Moment, das können wir so nicht lassen. Das ist ja viel zu einfach. Tatsächlich. Wie heißt denn das jetzt? Ich habe keinen Blur-Effekt. Ach so. Warum habe ich den nicht? Okay. Muss ich mir aufschreiben. Muss ich runterladen. Albock, falsch. Okay, was ist das? Vielleicht kennst du das nicht. Oh, 3434 sind wir gleich. Schöne Zahl. Schöne Zahl. Duraludon. Das Shiny? Das ist Duraludon. Nee. Okay, ein Bonus. Bonusfrage. Was ist das? Moment mal, was ist das? Also ich glaube zu wissen, was es ist, aber man könnte es hinterfragen. Shiny ist nicht gelblich, Duraludon Shiny ist blau. Noch viel blauer. Soll das Ursaluna sein? Nee. Das ist definitiv Ursaring, aber mit was? Ursaring und Ursaring? Ach so, ihr glaubt einfach Ursaring und dann ist es quasi ein Ursaluna, nur nicht ganz? Das könnte auch sein. Was ich gedacht habe, ist Terrakium. Aber es hat nicht wirklich, außer dass es auf vier Beinen steht, hat es nichts von Terrakium. Also Ursaring und Ursaring, das könnte tatsächlich sein. Biberbär? Nein, das war nein. Bidifas? Nein, dann hätte sie irgendwas von Bidifas.
Ursaring hat ja diesen runden Schwanz. Aber was Ursaring nicht hat, ist die Perle auf dem Kopf. Woher kommt die Perle? Deswegen, es kann sein, dass es Ursaluna sein soll, nur halt nicht Ursaluna. Wir werden es nie wissen. Aber was ist das? Okay, das ist cool. Das Tragosso no cooler. Ein cooleres Tragosso. Ein Tragosso aus der Digimon-Welt. Sieht halt echt wie ein Digimon aus. Gluhorn. Wir sind gleich bei 3, 4, 5, 6. Die nächste Schnappzahl. Schnappzahl. Klingt gleich Schnappungen. Astrainer Lars. Hallo. Was für ein Name. Ein Name. Lars mit dem Namen. Cooler Tragosso habe ich jetzt nicht gehört. Alles kann cooler sein, selbst Tragosso. Vielleicht ist es ein Mega-Tragosso. Du willst sagen, dass selbst wenn es einen Mega-Tragosso irgendwann gibt, dann ist das normale Tragosso immer noch cooler? Niemals. Ist es bei den Ranges nicht so, dass man sie ansprechen und dann fliehen und dann wieder ansprechen kann? Zumindest in Schwert und Schild? Ja, aber dann muss ich jedes Mal das Drachensymbol nachmachen. Und das würde ich definitiv verkacken. Es ist auf jeden Fall einfacher, einfach Home zu drücken und dann A zu spammen, als jedes Mal Flucht auswählen, das richtige Zeichen abgehen und dann wieder hochgehen. Ich meine, ich habe nur zwei Hände und beide Hände benutze ich, um zwei Konsolen zu steuern. Da werde ich nicht zwei Sekunden sparen, indem ich was Kompletteres, Komplexeres mache, wodurch ich definitiv keine Zeit dann spare, weil ich es immer wieder verkacke. Aber ich habe noch nie die Zeit gemessen, wie lange es dauert. Das können wir jetzt mal machen. Ich werde es mir eh nicht merken. Go! Einundzwanzig, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 33. Versuchen wir uns die Zahl zu merken. 33 Sekunden, wenn man wirklich sauschnell Home drückt. Wie lang dauert Giratina? Ich will es mir merken, damit ich es nicht jedes Mal testen muss. Giratina ist schwierig gleichzeitig. Zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, ja,
24, 23. Also 23 und 33. Giratina geht genau genommen 10 Sekunden schneller. Aber das bringt mir auch nichts, weil ich natürlich nicht beides perfekt die ganze Zeit machen kann. Ja, manchmal, so wie jetzt, passiert es gleichzeitig. Aber ich kann nicht gleichzeitig resetten. Und dann ist es auch noch so schwer zu resetten bei Giratina. Mein Lieblingssong. Rebuild the City. 3, 4, 4, 6. Noch 10. Schnapszahl. Komm schon. Ich habe ja im Ikea auch so Platten gekauft für den Boden. Damit der Boden nicht kaputt geht, wenn man mit seinem Stuhl da rumdüst die ganze Zeit. Das sind zwei so fette Platten. Und Mann, ist das ein Aufwand, diese Platten zu transportieren. Nicht, weil sie schwer sind, sondern weil es einfach zwei riesige Platten sind. Und dann war es auch noch windig. Und ich habe diese Platten irgendwie auf dem Einkaufswagen. Ich steuere gleichzeitig zwei Einkaufswagen und diese Platten. Bin mitten auf der Straße und auf einmal kommt ein Windstoß und diese Platten fliegen einfach weg. Und ich stehe mitten auf der Straße und die Autos halten für mich, dass ich wie so ein Idiot die Platten, die dann komplett zerkratzt sind, weil sie natürlich auf den Teer einfach drauf fliegen und krrk. Naja, aber sie sind geil. Ich kann jetzt richtig geil rumdüsen. Mit meinem Stuhl. Für einen Meter. Aber der eine Meter, da wird richtig Geschwindigkeit aufgebaut. Ich war noch nie so schnell bei meiner Schublade und zurück. Ding, 666 haben wir auch gleich. The Number of the Beast. Hören wir es Number of the Beast bei 666? Ich habe eine riesige Monstera auch gekauft bei Ikea. Schönes Klischee, wie jeder. Aber sie sieht cool aus und ist so leicht zu pflegen. Und jetzt, wenn ich stehe, sieht sie nicht so groß aus. Moin, mal sehen, wie lange es noch braucht. Jason, möchtest du auch einen Tipp abgeben? Und bestraft werden, wenn der Tipp nicht stimmt? Nee, lass mal. 3, 4, 5, 6 und 6, 6, 6. Schaffen wir die, dass die irgendwie gleichzeitig kommen? Könnte passieren. Oh mein Gott, könnte passieren. Danke für das Glück, Vollgott. Und Jenny macht direkt Pech. Unverschämt. Jeder weiß doch, dass Pech fünfmal stärker wirkt als Glück. Ich habe ein kleines Wägelchen zum Unkraut jäten. Das ist dir auf die Straße gerollt und du hast es nicht gemerkt. Ich will keine Fake News verbreiten, aber ist Regidaro shiny locked? Nein. Dann, ich meine, das fragst du mich. Ich shiny hunter es. Glaubst du, dass ich jetzt sage, ah, stimmt? Nein,
Aber das ist Regidrago Nummer 666, The Number of the Beast. Regidrago, come on, schade. Das wär so schön gewesen. Es würde auch passen, dieses Monster. Aber wenn du die Behauptung aufstellst, dass es Shiny Locked ist, dann brauche ich jetzt ganz viele Beweise von dir. Ding, ding. Kathy Line, Kathy Line, du bist eine... wie heißt der nochmal? Paprika, Paprika. Regidrago bei Full HP ist scary. Nein, warum? Du behauptest jetzt einfach Sachen, oder? Bim, bim. 3, 4, 5, 6. Das war schon 3, 4, 5, 6. Ich habe sie echt gleichzeitig gesehen. Geil. Und wegen den Startern habe ich gedacht, dass die Legendären auch Shiny Locked sind. Also, Zamazenta und Zacian sind Shiny Locked, ja. Aber alle anderen Legis sind nicht Shiny Locked. Wegen der Spezialattacke von Regidrago so scary. Also als ich gegen Regidrago gekämpft habe, um das Fangen zu testen, hat Regidrago mir nichts angetan. Gar nichts. Was ist denn die Spezialattacke? Knirscher. Wir werden da einfach Tauchbälle draufschmeißen. Warum sind denn die Starter Shiny Locked? Das musst du Game Freak fragen, warum die das machen. Da gibt es sehr viele Theorien, warum Pokémon immer jetzt ihre Pokémon Shiny locken. Je mehr KP, desto mehr Schaden. Ah, deswegen machen wir ja das Ding sofort kaputt. Beziehungsweise wir schläfern es ein. Macht voll keinen Sinn. Ich meine, für die macht es schon Sinn. Deswegen haben sie es gemacht. Die Theorie, die ich am meisten glaube, ist, also es gibt immer die Theorie, dass sie dadurch Geld verdienen. Was finde ich nicht wirklich stimmt. Also schon, aber dann haben sie es jetzt bei Gen 9 definitiv noch nicht ausgenutzt in 3 Jahren, 2,5 Jahren oder so. Weil wenn sie Pokémon Shiny locken, können sie verteilen und daraus Marketing machen. Heißt, du kriegst Shiny Koraidon, wenn du unser Newsletter folgst. Du kriegst Shiny Koraidon, wenn du in den GameStop gehst und dort nach einem Code fragst. Ne? Das sind alles schon so Marketing-Sachen, aber sie haben noch nie die Dinger wirklich verkauft. Also sie haben natürlich einen Mehrwert davon, weil sie Leute in Läden bringen oder Newsletter oder was auch immer. Aber, also das schon, kann schon sein, dass sie daraus Events machen wollen. Die Events könnten sie aber trotzdem machen. Also sie könnten sagen, so wie sie es ja machen. Sie können, deswegen meine ich, sie haben es bei Gen 9 jetzt null ausgenutzt. Wo ist Koraidon und Miraidon und die ganzen Unheils-Pokémon, wo sind sie denn? Nix haben sie gemacht und jetzt ist bald Gen 9 wieder vorbei. Also die Events haben sie auch ohne Shinies gemacht. Event hier, Anime da, dann eine Verteilung von dem Pokémon zu dem Event, aber nichts irgendwie Shiny-mäßiges. Also sie, wenn es der Grund ist, dann haben sie es für Gen 9 null ausgenutzt. Für Gen 8 gab es hier und da Verteilungen von Shinies. Aber bei Gen 9 jetzt wirklich keine. Ich meine, das eine war Shiny Lucario. Das war eine Verteilung, alles andere waren Shiny
PvP-Pokémon, die zufällig shiny waren, aber das waren keine shiny Verteilungen. Oder gab es noch eine andere shiny Verteilung außer Lucario? Lucario ist noch nicht mal was Besonderes. Dann sollen sie es auch verteilen, eben. Deswegen der andere Grund ist, den ich auch mehr glaube, ist, Pokémon will nicht, dass wir das machen, was wir Shiny Hunter machen, das, was ich hier gerade mache. Die wollen nicht, dass man das Spiel immer wieder neu startet und das Spiel dadurch nicht spielt. Die wollen, dass wir deren Spiele spielen. Und wenn man stationäre Pokémon Shiny lockt, gibt es keinen Grund mehr, das Spiel immer wieder neu zu starten, sondern dann musst du tatsächlich das Spiel spielen. Pokémon oder irgendjemand hat es, glaube ich, mal so beschrieben, dass wenn ein Kind in der U-Bahn sitzt oder, sagen wir es moderner gesagt, wenn ein Kind auf Twitch guckt und oder auf YouTube und nach Pokémon sucht, dann soll das Kind nicht einfach die ganze Zeit nur den Startbildschirm sehen, sondern das Kind soll das Gameplay sehen und wie das Spiel aussieht und wie man das Spiel spielt. Was ich schon auch verstehen will, wenn man jetzt ein Spiel macht und dann siehst du Leute, die das Spiel die ganze Zeit neu starten, ohne das Spiel zu spielen. Ist bestimmt frustrierend. Auf der anderen Seite, fuck you, ich will machen mit den 60 Euro, was ich will. Und sie schreiben uns halt vor, dass wir das Spiel nicht neu starten sollen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich der Grund. Sie wollen, dass wir das Spiel spielen und nicht die ganze Zeit neu starten. VC-Leute haben da was dagegen, die müssen statische Encounter auch resetten für die passenden DV-Werte. Ja, und das wollen sie wahrscheinlich auch nicht. Das kann denen doch egal sein. Ja, aber ist es denen nicht, weil da geht es ja um Image. Und dieses Image wollen sie nicht. Und Arcanion Olangar, ja, aber Arcanion Olangar waren PvP-Mons, glaube ich. Arcanion Olangar wurden nicht verteilt, weil sie shiny sind, sondern Arcanion Olangar wurden verteilt, weil ein Weltmeister, Europameister mit denen gewonnen hat. Und deswegen wurden sie verteilt als, hey, du kannst das Pokémon haben, mit dem jemand eine Weltmeisterschaft gewonnen hat. Ich glaube, Arcanion Olangar waren, ich kann mich irren, aber das Lucario war auf jeden Fall ein Event, wo sie auch Banner für gemacht haben. So, hey, es gibt jetzt ein shiny Lucario mit dem Code und sowas. Alles andere war so, hey, für 3 Tage kannst du dir ein Pokémon runterladen. Ja, wenn sie es nicht wollen, dann würden sie es ja einfacher machen, die DV-Werte anzupassen. Hä, aber du kannst ja die DV-Werte anpassen mit Minzen und Kronkorken. Korken machen Werte nur auf 31. Das stimmt, Korken machen nur maximal und nicht den Wert, den man will. Aber ich verstehe jetzt den Punkt nicht, weil du meinst, dann würden sie die DVs auch locken, wenn sie nicht wollen würden, dass man immer wieder neu startet. Das ist ein Punkt. Vielleicht ist der Unterschied, dass den Prozess sieht man nicht. Also ich sehe nie jemanden streamen, ich kann auch sein, dass es Leute machen, weil ich den Content nicht gucke, aber gibt es Competitive Leute, die streamen, wie sie die perfekten Pokémon? Nein, weil die sich alle die Pokémon ercheaten. Ist ja bekannt, dass die meisten Leute sich die Pokémon einfach reincheaten um die perfekten DVs zu haben, weil die keine Zeit und keinen Bock haben zu grinden. Weil es eben keine Grinder sind, sondern Competitive Leute. Aber ja, es ist ein Punkt, warum machen sie dann nicht stationäre Pokémon komplett locked, was deren DVs anbelangt. Aber das wäre doch wirklich ein Schritt zu krass, oder? Das können sie ja fast gar nicht machen. Ich habe Leute gesehen, die haben Wochen für ein perfektes Blutmond Ursaluna resettet. Okay. Aber ich kann mir vorstellen, das können sie einfach nicht ändern, weil das wäre krank.
Bei Shiny kann man noch sagen, okay, Shiny lockt, oh scheiße. Aber wenn sie das auch noch locken, dann haben sie halt auch noch den ganzen Competitive-Kreis gegen sie. Also ich glaube, also wenn es der Grund ist, was ich mir gut vorstellen kann, dann haben sie gesagt, ach, die Shiny-Leute sind uns egal, aber die Competitive-Leute, das ist halt so. Es heißt nicht It's Blissey, sondern I'm a Blissey, ja? Gibt's noch den Bug oder Glitch, dass man Shiny wie Raidon und Co-Raidon beim Ski bekommen kann? Das war nie so, Jason. Die Leute sind einfach nur dumm. Miraidon war das. Wenn du das Rutschspiel machst mit Miraidon, sieht Miraidon shiny aus. Das ist deswegen so, weil Miraidon voller Schnee wird. Und deswegen sieht Miraidon silber aus. Aber es ist einfach nur voller Schnee. Es ist nicht wirklich shiny. Das war einfach nur, Leute haben keine Augen im Kopf. Ja, einmal Blissey, Beweis. Es gibt ja auch immer wieder nach so Weltmeisterschaften, ich bin dafür, es gab noch keine, oder? Nach Weltmeisterschaften gibt es immer so einen Menschen oder so mehrere Tweets, wo Leute nachweisen, wie viel von den Pokémon, die bei der Weltmeisterschaft mitgemacht haben, ercheatet sind. Also die nicht jemand sich ergrindet hat, sondern einfach reingemacht hat. Und es sind immer so 70-80% tatsächlich. Und einmal Blissey zeigt halt, wie einfach das ist. Und vor allem, wenn man eben nicht Cheat-Software benutzen will, dann kann man RNG-Manipulation verwenden, um die perfekten Pokémon zu bekommen zum Kämpfen. Also mein Miraidon war shiny, da kannst du mir nichts einreden lassen. Da war doch noch was mit... Haben sie das eigentlich gefixt jemals? Das Pokémon, das du hast, während du gegen einen Titan gewinnst, also die großen Schlurm und sowas, das Pokémon wird ja am Ende dann so reingeschoben und dir gezeigt und es feiert dann, wenn es gewinnt, dein eigenes Pokémon. Das ist aber tatsächlich nicht dein eigenes Pokémon, sondern einfach nur ein Stellvertreter. Warum auch immer, die nehmen quasi nicht dein Pokémon und stellen es dahin zum Zelebrieren, sondern die generieren komplett ein neues Pokémon von der gleichen Art natürlich und stellen es dahin. Das heißt, man kann mit 1 zu 4000 grinden, immer wieder zum Beispiel Schlurm besiegen und dann kann dieses eine Pokémon, was da erscheint, beim Feiern, wenn man Schlurm besiegt, kann shiny sein, obwohl deins nicht shiny ist. Also das sieht man nur in dieser Animation und dann ist es auch weg. Weil sie für die Animation irgendwie einfach nur die Art von Pokémon da reinpacken, aber nicht dein eigenes. Ich weiß nicht, ob die das gefixt haben, aber das war quasi eine lustige Shiny-Hand, die man machen konnte. Aber eine sehr langwierige und noch nie von gehört. Doch, das hat Ding gemacht. Absol. Absol hat das geshiny-huntet. Ich glaube, es war bei Schlurm und er hat seinen Quax. Hat er seinen Quax genommen? Stand dann auf einmal ein Shiny Quax. Aber er hatte selber keinen Shiny Quax. Ach Gott, Start Select ist so schwer zu drücken. Habt ihr gesehen, dass das Bike einfach mit einer Sandwich-Batterie geladen wird? Das ist so ein bisschen wie die shiny Kostüme aus dem Stadion-Nachfolger, ja. Nur das Schöne ist, es war nicht wirklich ein Stadium-Nachfolger, oder? Also Battle Revolution. Aber ja, stimmt, eigentlich ist es... Aber Pokémon Stadium war so viel mehr als Battle Revolution. Battle Revolution, da hast du die Kostüme grinden können, ja. Aber wenigstens hast du das Kostüm danach besessen. Also du hast dann selber das shiny Kostüm gehabt. Also das bei den Titanen ist ja wirklich, das macht, es ist halt eine Hand, die ist halt lustig. Da hast du am Ende nichts davon. Gibt ja ein paar so. Wie heißt er? Shiny Collector. Shiny Collector hat dieses Jahr ein
ein Wochenende eingeführt. Es gibt ja so Wochenende, Safari Week, Rumble Week, Egg Month und sowas. Und er hat das Wochenende eingeführt, Uncatchable Shinies, wo man eben versucht, ein Shiny zu bekommen, das man nicht fangen kann. Wie zum Beispiel sowas bei Gen 4, wenn man halt am Anfang gegen Starre Lily kämpft. Das Starre Lily kann Shiny sein oder kann es natürlich nicht fangen. Oder allgemein die Pokémon, die beim Fang-Tutorial auftauchen. Uncatchable Shinies. Kann mir jemand Tipps für Pokerogue geben? Nope. Das Miraidon Bike, das von Toyota, meinst du? Aber was ist denn eine Sandwich-Batterie? Oder ist das quasi eine Batterie in Form von einem Sandwich und das musst du da reinstecken? Richtig. Das hatte ich nicht gesehen. Krass. Hab mir gerade mal dein altes Video zum Shiny Autocounter angeschaut. Braucht man pro Konsole eine Capture Card? Was? Was hat es damit zu tun? Flo. Braucht man pro Konsole eine Capture Card? Also die zwei Dinge haben nichts miteinander zu tun, glaube ich. Miteinander, oder? Nein. Kommt drauf an, wie du was machen willst. Aber es gibt natürlich auch HDMI-Splitter. Ich habe zum Beispiel einen HDMI-Splitter, der kann 4 HDMI-Signale annehmen. Und dann habe ich ein Bild, was 4 Bilder darstellt. So kann ich zum Beispiel 4 Konsolen in einem Bild darstellen. Und natürlich, dieser Splitter ist dann an einer Capture Card dran. Wenn du jetzt aber von Gameboy Capture Cards redest, also so wie hier Giratina, 2DS, 3DS Capture Card, dann ist die Capture Card in dem DS drin. Und da musst du natürlich, muss jeder DS eine eigene Capture Card in sich drin verbaut haben. Aber du kannst 4 Switches mit einer Capture Card darstellen auf deinem PC, brauchst halt einen Splitter, der aus 4 HDMI-Signalen ein HDMI-Signal macht. Weil ich auf mehreren Konsolen gleichzeitig handeln will, brauche ich dann mehrere Capture Cards? Nö. Wenn es eine Switch ist, wenn es ein HDMI-Signal ist, dann kaufst du einfach einen HDMI-Splitter. Wenn dich interessiert, welchen ich habe, dann schau dir mein GameCube-Video an. Eins meiner neuesten Videos, ich glaube mein vorletztes Video, ist, wo ich erkläre oder zeige, warum ich 4 GameCubes habe. Da ist in der Beschreibung auch ein Link zu dem HDMI-Splitter, den ich habe, mit dem ich 4 GameCubes darstelle. Wenn du das Ganze dann mit dem Auto-Counter machen willst, dann musst du aber sicher gehen, dass du dann mit in OBS diese 4 Quellen in einzelne Fenster unterteilst, weil du musst natürlich dann jedes Fenster einem Counter zuteilen. Du kannst nicht einfach sagen dem Auto-Counter, nimm bitte rechts oben als einen Counter und rechts unten als den anderen Counter, sondern du musst halt in 4 zuschneiden in 4 Fenster. Und dann kannst du die 4 Fenster mit den verschiedenen Countern verknüpfen und dann, so wie bei mir hier, hast du halt 2 Counter zum Beispiel. ...686. So viele schöne Zahlen heute. Noch schöner wäre ein Regidrago mit blauen Armen. Deinem blauen Kiefer. Das wäre krass, wenn ich nach Wailord einfach wieder unter 1001 bekomme. Wailord kam bei 415. Zeitlich hat es trotzdem länger gedauert. Aber wir haben ein bisschen Glück aufgebraucht bei Wailord.
Ich will mal Valreiser sagen. Aber Valreiser und Wailord haben auch ähnliche Namen. Gleich 3500. Bald sind wir bei Half Odds bei Giratina. Aber bei Giratina ist so schade, dass ich halt nicht die exakte Zahl weiß, weil ich zweimal im Flugzeug resettet habe und nicht mitgezählt habe. Ich sehe das da nicht ein, so im Flugzeug so ein Setup aufzubauen, wo ich dann mein Handy hinlege und dann dauernd auf mein Handy drauf tippe. Ich fühle mich eh schon seltsam, wenn ich Shiny resette im Flugzeug und die Leute neben mir so, spiel doch mal das Spiel. Ich will wissen, was nach Giratina passiert in der Story. Hallo, Ayu. Hallo, Ayu. Hattest du das Reggie Eliki dann auch? Irgendwann ja. Aber jetzt, wo die Events durch sind in Karmesin und Purpur, ist eigentlich das nächste definitiv dann Zwiebs. Shiny Dreier Vermiebs. Aber ich wollte jetzt heute nicht einfach Regidrago abbrechen. Nicht, dass wir besonders weit wären mit Regidrago, aber... Aber... nee. Nächste Woche definitiv Gen 7. Es gibt so viele Sachen, die ich machen will. Viel zu viele. Ich starte jetzt auch einen weiteren YouTube-Kanal. Auf dem ich einfach nur Let's Plays hochlade. Keine Angst, da ist nicht, geht nicht wirklich viel Mühe rein. Aber Leo, du hast immer gesagt, Let's Plays bringen nichts. Richtig, trotzdem will ich sie machen. Es gibt so viele Spiele, vor allem alte Spiele, seltsame Spiele, die ich spielen will. Nicht live, weil live habe ich dann keinen Spaß an den Spielen. Aber ich werde es aufzeichnen und auf einem Kanal hochladen. Das erste wird sein Linda Cube, von dem ich letztens schon erzählt habe, da ich das faszinierend finde. So ein Anime-RPG-PlayStation-1-Spiel, das nur in Japan erschienen ist. Wo es darum geht, dass du Tiere für die Arche sammeln musst. Aber halt in der modernen Zeit. Mit Waffen und so Final Fantasy oder halt einfach JRPG RPG-mäßigen rundenbasierten Kämpfen. Und das soll halt wie in Pokémon die Tiere dann fängst, aber dann kämpfst du nicht mit denen, sondern du bringst sie auf die Arche. Ich hab keine Ahnung, es ist super seltsam. Das will ich spielen schon lange und das Ganze ist unter dem Dach quasi, dass ich einfach Let's Plays hochlade und Leute können sich das anschauen im Sinne von entspannt, Entspannung. Weil Leute das anscheinend so mögen, mein Content im Hintergrund laufen zu lassen wegen meiner Stimme. Warum nicht mehr davon machen und gleichzeitig auch noch coole Spiele spielen? Für deine ROM-Sammlung kann ich dir Loungebox zum Verwalten empfehlen. Das ist echt cool. Ich brauche keine Verwaltung. Ich nehme RetroArch. Da ist auch alles als Bibliothek drin. Was ist an Loungebox besser? Und ich habe auch nicht viele ROMs. Also ich bin kein großer ROM-Spieler. Ich versuche das alles irgendwie original mir zu holen.
Meistens benutze ich deine Live-Videos auf YouTube zum Einschlafen, voll gut. Schau. Und dann musst du nicht das machen. Weil da sind ja zwischendrin schon immer Sachen, wo ich dann mich aufrege oder lauter bin oder irgendein Effekt reinkommt. Und da bei den Let's Play-Videos achte ich darauf, dass ich wirklich die ganze Zeit ruhig und... Ich will nicht monoton sagen, weil es so negativ klingt, aber im Endeffekt ist ja ein monotones Reden für sowas angenehm. Alt und seltsam, passt zu mir. Genau. Ich habe schon viele Spiele auf der Liste, die ich da spielen will und die sind alle alt und seltsam. Auch sowas wie Mother 3. Etwas, was nie rausgekommen ist. Außerhalb von Japan. Bin so gespannt, wie du das machst. Versuche es dann eventuell bei mir auch. Wie meinst du das? Du willst auch Let's Plays machen oder wie? Achso, oder meinst du Reggie Eleki? Reggie Eleki machst du genauso wie Reggie Drago. Es ist exakt das gleiche Pokémon, nur dass es anders aussieht. Ja, aber du haust Dolphin mit rein und eben Retroarc, also du kannst über Retroarc hinaus verwalten und hast alles mit Cover daran. Startung, die entsprechende Emotion geht los. Ja, wie ein Retroarc. Also Retroarc ist ja genauso. Ich habe da Cover, ich habe die sortiert als Playlists. Ich kann Text, ich kann... Ich meine das mit Sweeps. Ah. Das mit Sweeps habe ich schon... Ich weiß nicht, ob auf YouTube ein Stream ist, wo ich Sweeps mache. Ob ich schon... Ich glaube, ewig nicht mehr Sweeps gemacht. Kann sein, dass mein Archiv noch nicht alt genug ist für Sweeps. Aber du kannst... Du musst nicht auf mich warten mit Sweeps. Du kannst jetzt sofort Sweeps anfangen, Shiny zu hunten. Suchst dir einen Ausbruch, stellst dich hin und fängst Shiny Sweeps. Und jedes Mal, wenn du ein Shiny gefunden hast, entwickelst du es. Okay, also du kannst noch mehr machen. Ja. Also ich benutze halt Retroarc. Ich würd ja immer einen bestimmten Emulator benutzen für jedes Spiel, für jede Konsole. Wenn ich sogar spiele. Manchmal muss man den Emulator einstellen aufs Spiel. So würde ich das machen, aber ich nehme ja nur Retroarc wegen den Achievements. Und ich glaube, dein System hat keine Achievements, oder? Launchbox? Wobei, Launchbox habe ich schon mal gehört. Das ist, glaube ich, das andere System, mit dem Achievements auch gehen. Sehr stressvoll, wenn man nicht immer umstöpseln will. Also ich habe kein Problem mit Retroarc. Ich muss dann null umstöpseln. Das ist ja so gemacht, wie eine Konsole, die man einfach startet und du hast ganzen Spiele drauf. Launchbox geht auch, okay. Ich habe mir Launchbox noch nie angeschaut, weil ich halt kein Problem mit Retroarc habe. Nope. Nummer 700? Ey, wie die guten Zahlen so aneinander sind. PS2 Achievements gehen zum Beispiel nur außerhalb Retroarcs. Ja, Dolphin geht ja auch nicht in Retroarc. Dolphin hat auch eigene Achievements. Apropos, wann sind denn die Achievements für Pokémon XD fertig? Muss man eigentlich immer mal wieder checken, ob die fertig sind. Nicht, dass ich nichts anderes zu tun hätte, aber ich würde gerne Pokémon XD endlich mal spielen. Ich habe das noch nie gespielt. Pokémon Gale.
Nur Gale? Gale of Darkness. Noch keine, noch keine. Bald, bald, Leute. Bald gibt es Retro-Achievements für Pokémon XD. Du streamst weiterhin über 4G. Erstaunlich, wie gut das läuft. Ja, 4G tatsächlich. 5G. Ich kriege anscheinend keine 5G-Verbindung. Mein Handy kriegt auch keine 5G-Verbindung. Aber ich kann mich nicht beschweren. Ich kriege 400 down und 60 hoch. Also es ist mehr, als ich mit meinem Anbieter davor hatte. Mit Kabel und allem. Und es ist stabil, also wir haben noch nie hier Frames gedroppt. Letztens, vor ein paar Tagen, in der Nacht hatte ich auf einmal kein Internet. Und dann gehe ich zum Router, stecke ihn neu ein und sowas, aber es bringt alles nichts. Dann gucke ich auf mein Handy hat auch kein Internet. Also komplett 4G, 5G war einfach down hier. Es waren 20 Minuten, war einfach weg, alles. Und dann hast du halt, Arschkarte, da kannst du nichts machen. Aber dann ist halt niemand hat 4G, 5G. Es lag jetzt nicht wirklich am Anbieter, glaube ich, sondern einfach, vielleicht haben die halt, es war halt auch 2 Uhr nachts. Vielleicht haben die einfach den Turm neu gestartet oder irgendwas. Und wahrscheinlich wäre Kabel auch nicht gegangen in dem Moment. Es war wahrscheinlich irgendwann, war ein fetter Neustart von irgendwas oder sowas. Aber nee, bis auf das ist es unfassbar, wie gut das funktioniert. Ich hätte das nie gedacht. Vor allem, was ich ja noch krasser finde, ist, dass ich bin ja auch nicht mit dem Kabel verbunden. Also mein PC ist mit Wi-Fi verbunden mit der Box. Und die Box ist mit 4G verbunden. Also nirgendwo in irgendeinem Prozess ist hier irgendwo ein Kabel. Genau genommen ist das erste Kabel beim Sendeturm wahrscheinlich irgendwo einen Kilometer weiter. Da ist das erste Kabel. Alles andere ist über Luft. Und ich krieg einfach 400 down und 60 hoch. Also wenn ihr irgendwann mal bei euch Internet wechselt, schaut mal, ob das in Deutschland inzwischen auch vielleicht ein Angebot gibt. Aber es kommt immer drauf an, wahrscheinlich. Also auf den Anbieter. Also unser Anbieter nimmt halt jeden Anbieter. Also wir haben quasi einen Anbieter, der alle Netze anzapfen kann. Ich kann im Router einstellen, ob ich Telekom will, ob ich, also jetzt auf Deutsch umgedacht, ich kann im Router einstellen, ob ich O2, Telekom, Vodafone, was für ein Netz ich will. Ich könnte auch noch eine externe Antenne anschließen an mein Ding. Habe ich gar nicht. Ich hab nicht mal eine externe Antenne angeschlossen. Weißt du, du könntest eine externe Antenne anschließen und aufs Dach montieren. Aber ich krieg schon das Maximale. Also was will ich mehr? Ich weiß nicht, wie es in Deutschland da aussieht bis jetzt, aber hier ist das echt, also nicht nur eine Alternative. Kommt drauf an, wie viele direkte Nachbarn du hast. Wahrscheinlich, Wi-Fi kann schon gut gehen. Es sind halt 2 Wände dazwischen. Aber ich habe auch einen, was heißt teuer, aber so ein 40 Euro Wi-Fi PCI-Ding habe ich halt in meinen PC extra installiert. Aber weil mein PC halt nie Wi-Fi hatte. Ich habe nie Wi-Fi für meinen PC benutzt. Und ich wollte eigentlich nur Bluetooth. Also habe ich so ein Bluetooth PCI interne Karte gekauft und die hat halt auch Wi-Fi. Ich hätte nicht gedacht, weil die ist das, die halt wahrscheinlich das Wi-Fi-Signal so unglaublich gut auffängt. Aber so gut? Manchmal sind die Sendetürme auch noch einmal selbst per Richtfunk miteinander verbunden, weil ein Sendemast eventuell nicht per Glasfaser angebunden ist. Komplett Ausfall von Mobilfunk ist seltener. Es war auf jeden Fall, weil mein Handy und eben hier
Das war wirklich krass eigentlich dann, weil normalerweise, wenn das Internet ausfällt, gehe ich an mein Handy und habe halt da wenigstens was und kann... Ich war dann auch so Situation, wo ich dann gesagt habe, okay, weil ich war gerade an meinem Video schneiden und dann will ich halt Bilder runterladen und sowas, denke ich mir halt, okay, gehe ich auf Google, hol mir das eine Bild. Geht das Internet nicht, denke ich mir, okay, gehe ich an mein Handy und gucke nah nach dem Bild. Oder ich wollte einfach nur nach der Info gucken, welcher Megastein wo zu finden ist. Und ich konnte nichts. Ich konnte gar nichts. Ich konnte nicht mal an meinem Handy eben nachgucken, wo ein bestimmter Megastein ist. Weil auch einfach 4G war weg komplett. Das war kacke. Also weil normalerweise kannst du immer aufs Handy ausweichen. Und so kann ich halt auf nichts ausweichen. Weil wenn Funk weg ist, ist alles weg bei mir. Hallo Adri. WLAN-PCI-Karten ballern noch immer ganz anders wie die USB-Sticks. Ja, so eine habe ich eben. Und die hat auch eine Antenne, die hier oben auf meinem PC draufsteht. Und davor hatte ich eben so einen Bluetooth-Stick. Und der war kacke. Ich habe mich immer gewundert, warum auf einmal meine Tastatur nicht mehr geht und sowas. Und irgendwann dachte ich mir, ja komm, jetzt hole ich mir mal so einen richtigen Bluetooth-Adapter. So eine PCIe-Karte. Da war halt auch geiles Wi-Fi anscheinend dabei. Also ich kann mich nicht beschweren, das ist faszinierend. What do you think about Pokémon from AliExpress? Original Pokémon for Game Boy are very expensive. Well... They are fake, but you probably know that. So, like morally, you can decide what you think is morally okay. Like, if you're okay with playing fake Pokemon games, then it's okay for you, I guess. I would not want that because I want to play only the originals. And from a technical standpoint, you will probably have no problem, but you're gonna experience some... Maybe saving takes a bit longer. Maybe starting the game takes less time or more time, you know, because the hardware is different. Like the ROM is the same, but the hardware is different, so... Maybe you have some problems with transferring Pokemon from one game to another because the hardware doesn't match. But playing the game, you can probably do that with a 10 € AliExpress game. But everything that requires hardware connection will make problems, maybe. You know what I mean? Ich finde meinen Raum jetzt richtig schön da hinten, so der Ausschnitt jetzt zumindest. Der ganze Raum ist noch nicht fertig, aber ich mag die grüne Pflanze, wie sie blau beschienen wird und hinten so ein Schattenspiel macht, dann die Majora's Mask, dann die lila Lampe. Mit dem Ausschnitt bin ich zufrieden. Nur der volle 16:9 Ausschnitt, der ist noch nicht... Der ist noch nicht Opti. Opti, Opti, Opti. Ich frage mich nur die ganze Zeit, weil mein Router hat quasi ein grünes Licht und total dumm, grünes Licht heißt anscheinend, man kriegt 4G und weißes Licht würde bedeuten, man kriegt 5G. Also es ist der Empfang, den er bekommt. Das Signal, was er bekommt. Ich frage mich halt, weil ich zahle halt für 5G. Ich frage mich halt, die können halt das anscheinend nicht garantieren. Und komischerweise, überall steht auch, dass man hier 5G hat. Aber mein Handy hat auch nicht 5G. Aber alle Webseiten und sowas, wo man so Grids anschauen kann, was wo erreichbar ist, sagt eigentlich, dass hier 5G ist. Keine Ahnung, warum ich kein 5G kriege.
Ich weiß halt nicht, ob... Also, auf dem Blatt Papier sollte das noch schneller sein. Also der Unterschied zwischen 4G und 5G sollte, also ist immens von der Schnelligkeit her. Aber eigentlich die 400 Down, die ich kriege, ist das, was 5G verspricht. Also ich glaube, wenn man googelt, was ist die 5G-Geschwindigkeit, dann ist es so 300 bis 400 Mbits down. Also ich verstehe nicht ganz, ich würde gerne wissen, was passiert, wenn tatsächlich 5G ankommen. Auf der anderen Seite, ich will kein Fass aufmachen, wenn ich komplett zufrieden bin. Ich frage mich halt auch, ich zahle halt für 5G. Ich habe 5G aus, das zieht zu viel Strom. Echt? Das zieht mehr Strom? Ich meine, irgendwie logisch, aber irgendwie habe ich da nie drüber nachgedacht, dass das mehr Strom zieht. I'm 44 years old. I started playing Pokemon very late. I have all the parts on Switch. Thank you very much. Your videos helped me a lot in gaming. Thank you. But can I ask? So you're talking in English. You're chatting in English. If you watch my videos, how do you understand them? Or maybe you understand German, but prefer chatting in English? Just out of curiosity. Because that's rare, I think, that I have viewers that are English or like chat in English. Ich glaube, du hast viel mehr Frequenzen, weshalb die Geschwindigkeit entweder höher sein kann oder besser verteilt werden kann, weil es was es wieder stabiler macht. Keine Ahnung. Ich frage mich halt, was wäre, wenn. Du kannst kaum Deutsch, aber du verstehst es ein bisschen. Dudi, thank you so much. I hope I could help you. I hope I was able to help you. My English is also not the yellow from the egg. Which is sad. Very sad. Hauptsache, ich bin erstmal zufrieden. Ich bin mehr als zufrieden. Ich hatte echt Schiss. Das war wirklich so ein Ding. Wir haben hier den Vertrag unterschrieben. Dann war ich so, okay, kümmere ich mich mal um mein Internet. Kein Internet. What? Es war einfach komplett logisch für mich, dass ich einfach meinen Vertrag hierher verfrachte. Nix. Und Makler sagt auch, ja, High-Speed-Internet hier. Ist halt alles gelogen. Aber ist halt, wenn jetzt... In einem Jahr soll hier VDSL kommen. Oder halt Glasfaser. VDSL ist kein Glasfaser, glaube ich. Hier soll halt Glasfaser kommen. Und ich kann dann einfach switchen auf Glasfaser, ohne was anderes zu zahlen oder so. Im Moment denke ich mir halt, soll ich das überhaupt machen? Ist Glasfaser... Aber Glasfaser sollte mir definitiv noch mehr geben, wahrscheinlich als 300, 400 down. Ich glaube, ich hatte noch nie wirklich Glasfaser. Es war immer nur so, oh ja, das kommt bald. Ich hatte es, glaube ich, noch nie. Das Netz von Elon über Satellit. Ja, das habe ich mir auch kurz gedacht. Weil du kannst dir einfach Dingens holen. Starlink. Die Sache ist nur, Starlink ist sackenteuer. Also wirklich, da redet man von 200 Euro oder sowas. Und dann kaufst du diese fette Antenne, die du auf dein Dach schrauben musst, was ich hier nicht machen kann, weil ich darf hier nicht einfach was draußen hinschrauben. Aber ich habe da auch kurz geguckt. Und wir kennen auch Leute, die das gemacht haben, die sind quasi so Nomaden. Also was heißt Nomaden halt? Wie sagt man das heutzutage? Digital Nomads. Und die können halt alles von ihrem Laptop aus machen und die reisen rum. Ohne Ende, mit Auto, Minivan und haben halt immer ihr Starlink dabei und haben immer perfektes Internet. Aber es ist so viel teurer. Und ich glaube, ich könnte auch, wenn ich Strom hätte, könnte ich mit meinem kleinen Router jetzt auch überall rumlaufen. Nur der ist halt... Ich glaube, die Antenne von Starlink braucht auch Strom, also so ist es nicht. Ich meine, unsere Handys sind ja auch 5G-Empfänger inzwischen.
Nur halt lang nicht so stark wie den ich jetzt hier habe. Carmine, Dankeschön für 11 Monate. Danke, danke. Ich glaube, Glasfaser ist halt, kann halt noch so viel schneller sein. Aber alles Fragen für den Zukunftsleo. Hallo Scout Lee. Antenne aus Cappy, 3DS inverted am Cappy und los, stimmt so runterhängend. Rucksack voller Powerbanks. Aber eine Sache, die ich jetzt schon mehrmals auf TikTok gesehen habe, also zweimal, aber ich glaube, das ist ein dummer Witz, aber dann sagen immer Leute, dass es fake ist und dann macht er Video und wieder ein Video, wo er sagt, dass es nicht fake ist. Und ich denke mir nur, das muss fake sein. Habt ihr das gesehen? Es muss fake sein, es muss fake sein. Auf jeden Fall ist das so eine App oder so ein Service, den man kaufen kann. Und die können überall auf der Welt dir Licht geben. Von Satelliten. Die stehen dann einfach so nachts in irgendeiner Wüste und dann machen sie auf der App so ihre Location an und dann kommt auf einmal von oben so ein Scheinwerfer runter. Und dann wird es so erklärt von wegen, dass das ein Service, den du monatlich bezahlst oder einmalig bezahlst. Dann hast du mit der App bist du verbunden und kannst einfach Satelliten im Weltraum so drehen, dass Spiegel das Sonnenlicht umlenken auf die Stelle, wo du gerade auf der Erde stehst. Und es ist super geil gemacht, so Hightech, so visualisiert, wie das funktioniert. Und die ganzen Kommentare sind nur so fake, 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 fake. Es muss fake sein. Aber der Typ, der diese Videos immer wieder, also es ist quasi so ein Typ, der so Nachrichtenvideos macht. Und der, also nicht die machen diese Videos, wahrscheinlich auch, aber einfach so ein Typ, der halt Klicks will. Und jedes Mal bringt er ein neues Video raus, wo er sagt, doch, das stimmt, Leute, guckt hier, die Website sagt es. Ist es nicht physisch unmöglich? Du kannst doch nicht einfach die Sonne mit einem Spiegel weiter reflektieren und dann als kleinen Punkt, das ist, hä? Vor allem, wenn da was schief läuft, ist es einfach ein Death Ray, oder? So eine Lupe, die einfach die Sonne an eine Stelle. Wobei, dazu habe ich auch ein Video gesehen. Das ist, glaube ich, genau, das war nicht möglich. Du kannst nicht eine Lupe im Weltraum bauen und das quasi zu so einem Death Ray machen, der dann die Erde quasi so Millionen von Grad, wie so eine Lupe halt. Du kannst keine riesige Lupe in den Weltraum packen, weil die Brennweite oder sowas wäre so weit oder so wenig, dass es physisch nicht geht. Du kannst irgendwie keine Lupe machen. Irgendwie gab es da, glaube ich, einen Film, der das gemacht hat und der hat dann gesagt, warum das unmöglich ist. Die Prämisse war eine andere. Egal. Wo sind wir? 3527 723. Du, du. I love the smell from napalm in the morning. War das Beatles? Whoops. Hi Maurice. Ihr habt doch keine Ahnung von Beatles. Ich habe nicht mal Ahnung von Oasis. Oasis? Ich kenne ein Lied von Oasis, was jeder Mensch auf der Welt kennt, was wahrscheinlich ausreicht, um die stinkreich zu machen. Aber wo kommt dieser Oasis-Fame her? Anscheinend haben die noch zwei andere Lieder, die man kennt. Das will ich jetzt mal schauen. Kenne ich noch andere Oasis-Lieder? Leute, Oasis is back together. Oh mein Gott. Die sind eh in einem Monat, trennen sich wieder. Wonderwall, don't look back.
Don't look back in anger. Was ist das? Kennt man das? Oasis macht wahrscheinlich ein Comeback. Tiny, lebst du unter einem Tiny Stein oder was? Die letzte Woche, wenn du irgendwo die Nachrichten aufmachst, kriegst du nichts anderes mit als Oasis sind zurück zu sammeln und du kannst Tickets kaufen. Die Tickets kosten nur 5000 Euro und du musst dein Kind hergeben. Und dann siehst du ein Konzert mit 10.000 anderen Menschen und du siehst kleine Menschen vorne, die Wonderwall singen. Ja, das kenne ich. Das ist Oasis. Krass. Okay, das kenne ich. Was ist hiermit? Stop crying your heart out. Oh, das ist auch Oasis? Ist das dieses Traurige? Das ist auch Oasis? Okay, man kennt ein paar. Sie haben ein paar Hits. Okay. Trotzdem. Okay, was hiermit? Live Forever. Okay, das kenne ich auch. Was ist mit Champagne Supernova? Dezent haben die ein paar Hits. Okay. Trotzdem verstehe ich nicht, wie jemand, der so aussieht und sich so verhält, so eine Musik machen kann. Ich weiß nicht, was die Texte machen, was die Texte sagen. Aber es klingt ja schon sehr friedlich und oh ja, Und dann ist es einfach so ein Asso-Brite, der seinen Bruder hasst oder sich gegenseitig hassen und Paparazzis und Journalisten in die Fresse schlägt und sowas. Dann denkst du so, okay. Chill, du Hooligan. Mach wieder Wonderwall. Du suchst Shiny Äffchen. Was für ein Shiny Äffchen suchst du? Rock'n'Roll, Baby. Ja, aber es ist ja noch nicht mal wirklich... Also es ist okay. Es ist Poprock. So britischer Poprock halt. Okay, ich glaube, das kenne ich auch, aber... Nicht so wirklich. Britpop. Die Brits poppen. Also mit Supersonic, den Titel, kennen wir doch. Du suchst Panflam. Das kriegst du doch wohin, kleine rosa Äffchen. Ja, das kennt man auch. Oh mein Gott, ich dachte mal, das wäre jemand anderes. Ich dachte, Wonderwall ist das Einzige. Oh mein Gott, müssen die reich sein. Allein, wenn sie das verkünden, dass sie wieder zusammen auftreten, sorgt wahrscheinlich dafür, dass sie jetzt schon so viel Geld verdient haben. Nicht mal die Tickets, sondern einfach, weil Leute die Musik wieder hören. Und weil es im Radio gespielt wird dadurch. Allein, weil die das verkünden. Also könnten die einfach in einem Monat sagen, yo, wir hassen uns doch. Wir machen doch keine Konzerte, keine neue Musik. Danke für die Millionen, die wir da jetzt verdient haben. Ihr kriegt eure Tickets wieder zurück. Gebühren natürlich nicht. Ich meine nur, ich glaube das noch nicht. Ich glaube das noch nicht, dass sie wieder da sind und Musik machen. Ja, der eine ist solo unterwegs gewesen, ja. Das Comeback wird doch aber auch safe scheitern, weil die Erwartungen so hoch sind. Ich kann mir gar nicht, ich weiß gar nicht, wie die live aus, also wie die Live-Auftritte sind oder damals waren in den 90ern oder wann das war.
Aber ich immer, wenn ich sein Gesicht irgendwie in einem Interview sehe, denke ich mir, die Stimme passt nicht zusammen. Wie, oder ist er gar nicht der Sänger? Also den Liam, glaube ich. Den Liam, den man immer in Interviews gesehen hat. Ist er auch der Sänger? Weil so wie der redet und sich gibt, klingt halt überhaupt nicht die Musik, finde ich. Deswegen, ich glaube da auch noch nicht dran. Ich glaube da erst dran, wenn Leute auf dem Konzert von denen waren. Und dann ist die Frage, ob sie es noch drauf haben. Nur weil sie sich akzeptieren und wieder zusammen Musik machen, heißt es nicht, dass es groovy ist. Bei Scoutly. Möbel aufbauen, das habe ich auch am Wochenende gemacht. Erfolgreich. Wir haben zwei Zettel. Wir haben Fabian mit einem Dingens. Gen 6 Starter. Daniela mit einem Gardevoir. Okay. Wie heißt es denn? Yamaru wird zu Chestnut, wird zu Brigaron, glaube ich. Ob neuer guter Kram kommt. Ich möchte sowas immer nicht vorwerfen. Aber es kann immer entweder sein, ihn. Es gibt immer drei Gründe, finde ich, für sowas wie Comeback. Geld. Ihnen ist das Geld ausgegangen. Und sie brauchen neues Geld. Das will ich aber immer als letztes vorwerfen eigentlich, weil ich kann nicht verstehen, wie man so viel Geld verprassen kann im Leben. Aber es gibt genug Leute, die das hinkriegen. Das andere ist Langeweile. Sie wissen nichts mit ihrem Leben anzufangen, außer wieder auf der Bühne zu stehen. Das andere ist, das, was es am ehesten wahrscheinlich ist immer, oder es spielt immer eine große Rolle, ist, was auch ein bisschen mit Langeweile zu tun hat, ist halt, sie möchten wieder die Aufmerksamkeit. Weil wenn sie einfach nur Musik machen wollen würden, würde jeder einfach Bock haben, eigene Musik zu machen. Ne? Du musst nicht bei Oasis Musik machen, wenn du einfach nur Musik machen willst. Hallo Phil, dankeschön für 35 Monate. How are you? Hey. Du hast es mal anders formuliert. So ein Ego-Ding, meinst du? Ich glaube, viele Schauspieler und Musiker machen Comeback wegen Ego, oder? Also was heißt Ego noch nicht mal, aber einfach um die Aufmerksamkeit wieder zu haben. Ich glaube, viele lieben einfach die Aufmerksamkeit. Ich meine, was sagt mir denn, also das eine ist halt, es macht einfach Spaß. Bei Schauspielern kann man einfach sagen, okay, die lieben es zu Schauspielern. Denen macht Spaß. Dankeschön, Phil. Dankeschön, Phil, für 1000 Bits. Dein Zettel liegt natürlich parat. Dankeschön. Hey, I'm Shadow. Dankeschön für 19 Monate. Bin verwirrt. Phil hat mich für 1000 Bits gemutet. Wenn du 1000 Bits spendest oder 10 Euro, wird mein Stream für 30 Sekunden gemutet. Das hört man schon, oder? Also davor wird gesagt, Muting Stream. Und dann ist da ein fettes rotes Symbol, was sagt, dass der Stream gemutet ist. Oder hört ihr gar nicht die Stimme? Mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Dankeschön für 38 Monate, Trunks. Hört man? Stimme hört man? Okay. Ich habe Angst, dass man die nicht hört, weil es davor schon muted vielleicht. Anne, du bist ein Driftlon. Das fette rote Symbol sieht man nicht. Mist. Weil wir haben letztens drüber geredet, als Robert Downey Jr. verkündet hat, dass er wieder Marvel macht. Da habe ich halt auch mich gefragt, warum machst du das? Geld? Aufmerksamkeit? Oder weil du halt wirklich abgrundtief es liebst zu schauspielern? Das gleiche kannst du ja bei Musik auch sagen. Warum machst du es? Geld? Weil du es liebst, Musik zu machen? Oder weil du die Aufmerksamkeit magst? Und wahrscheinlich ist es immer eine Mischung aus allem. Bei Oasis und bei Robert Downey Jr. kann ich mir halt Geld nicht vorstellen. Außer du bist sowas von dumm und verprasst dein Geld komplett. Beziehungsweise dann gibt es auch die Leute, die nie genug Geld haben können, was ich nie verstehen werde. Er mag die Vision. Also, du kannst mir nicht sagen, dass ein ernsthafter Schauspieler wie Robert Downey Jr., der einfach einen Oscar gewonnen hat letztens für eine geile Rolle, sagt, oh ja, Marvel ist geil, ich möchte so richtig, richtig die schauspielerischen Künste in Marvel ausschöpfen und der beste Marvel-Schauspieler werden. Was? Ist das sowieso schon? Er ist der Marvel-Typ. Du musst da nicht nochmal irgendwie einen blöden, grünköpfigen irgendwas schauspielern. Deswegen, da ist es mir wirklich, das ist auch vollkommen egal, ne? Mich würde es einfach interessieren. Das Problem ist, wenn der auf Interviews das gefragt wird, du kriegst nie die ehrliche Antwort so. Also würde mich echt interessieren, warum willst du bei dummen Marvel wieder spielen, wenn du alles machen kannst, was du willst auf der Welt? Du bist ein Schauspieler, der alles machen kann, was er will. Also wenn es dir nur um Schauspielern geht, das kann es nicht sein. Wenn es nur um Geld geht, das kann es nicht sein. Deswegen habe ich das Gefühl, da ist es einfach ein typischer Fall von Aufmerksamkeit, weil diese Marvel-Fans und auf Comic-Cons und sowas, die Aufmerksamkeit, die du da kriegst, ist halt insane. Das sind genügend Null vorm Komma. Aber wenn du schon mehrfacher Multimillionär bist, dann sind die nächsten 5 Millionen auch egal. Es kann nicht Geld sein. Außer es ist so, das kann es nämlich sein, das habe ich auch gemeint, außer es ist so eine abnormal große Summe, dass du nicht Nein sagen kannst. Also im Vergleich dafür, wie viel er machen muss. Weißt, vielleicht ist das eine Rolle, wo er 10 Minuten lang schauspielern muss, also im Film erscheint, und dafür 50 Millionen kriegt, dann kannst du halt nicht Nein sagen. Weil dann denkst du echt so, okay, ich muss so gut wie nichts machen, krieg die Aufmerksamkeit meines Lebens wieder und krieg 50 Millionen, sodass auch noch meine Groß-Groß-Großenkel versorgt sind. Dann kannst du echt nicht Nein sagen, klar. Aber das muss ein abnormal hoher Betrag sein, finde ich. Vielleicht ist es auch egal, warum er macht es und warum es... Klar. Natürlich ist es egal. Aber mich interessiert Film und Fernsehen halt mega. Und deswegen auch die Schauspieler dahinter, warum sie gewisse Handlungen machen und warum manche nicht. Wen haben wir jetzt? Happy mit einem Cosmovum. Und Isa mit einem Schallquap. Okay, irgendwie jeder Song, der hier abgespielt wird, kenne ich. Also die haben ein paar mehr als nur Wonderwall. Whoops.
Danke für das Glück, Lurky. Gleich sind wir bei 3555. Hallo Daisuke. Jenny macht wieder Pech. Wenn ich schon keins habe, sollte ich es bekommen. Jenny hat es wieder negiert mit ihrem Pech, ey. Ihr ist vollkommen egal, ob sie gebannt wird oder nicht. Unglaublich. Knallhart, die Frau. Daisuke Staraptor. Krass. Leo, weißt du, wie man Batman auf Schwedisch ausspricht? Flittermann. Flittermann. Ich weiß es nicht. Schwedisch, Batman. Ist das jetzt ein Witz oder einfach nur ein Fun Fact? Okay, es ist ein Fun Fact. Als einer der bekanntesten Superhelden der DC Comics ist Batman eine weltweite Berühmtheit. Und weil es in den verschiedenen Teilen der Welt unterschiedliche Sprachen ausgesprochen werden, hat die Figur natürlich auch unterschiedliche Namen. In Schweden kennt man Batman zum Beispiel als Lederlappen. Bitte nicht mit einem Lappen aus Leder verwechseln. Lederlappen. Lederlappen. Ein Lederlappen. Oh Gott, sagt er es wirklich? Was sagt er eigentlich auf Deutsch? Sagt Christian Bale wirklich, ich bin Batman? Moment, sagt er das überhaupt? I'm Batman. Das ist doch nur ein Meme, dieser Spruch. Sagt er das wirklich eigentlich? Ist es so ein typisches Ding, was immer gesagt wird, wie Luke, ich bin dein Vater und in Wirklichkeit ist es anders? Lederlappen. Laut IMDb 100 Millionen für 2 Filme. Echt? Robert Downey Jr. kriegt 100 Millionen dafür, dass er in 2 Filmen den Bösewicht spielt. Trotzdem ist echt die Frage, was viel interessanter ist, wie viel Arbeit ist das? Also es ist ja immer dann bezogen auf, wie viel Tage Dreharbeit muss er machen. 100 Millionen hätte ich nicht gedacht. Also das ist ein Betrag, da kannst du nicht Nein sagen, ne? Da kannst du nicht Nein sagen. Er glaubt, er sagt es relativ am Anfang, wenn er auf Joker trifft. Sagt er dann wirklich, ich bin Batman. Ich bin Lederlappen. Ich bin der Lederlappen. Warum kenne ich das Lied auch? Ich weiß, das ist viel zu berühmt. Lederlappen. Daniela, dankeschön für 3 Monate. Danke. Du bist gerade dabei, den Gen 5 Origin Dex fertig zu kriegen. Isa. Nice. Du machst aber bitte keine versteckten Fähigkeiten, oder?
Ich verstehe den Zusammenhang eh nicht. Er wurde ja auch nie von der Fledermaus gebissen oder so. Er hat nur Geld und schwarze Klamotten. Es ist schon ein bisschen tiefgründiger, wenn du Batman Origins gesehen hast. Der erste Christopher Nolan Batman. Da geht's ja, warum er Batman wird. Seine Angst vor Fledermäusen, als er trainiert hat und so weiter. Aber ja, er ist kein Superheld. Darum geht's ja. Deswegen ist ja Superman versus Batman so interessant, weil es quasi Technik gegen einen echten Superhelden ist. So you do, Blade. Nee, was? Blade. So you do bleed. Er soll zu dem werden, was er am meisten fürchtet. Yes. Du machst auch wirklich versteckte Fähigkeiten. Zebritz und Bisofunk. Ich weiß nicht mehr, was bei mir am längsten gedauert hat, von den Encountern her oder halt von denen, wie oft ich reingerannt bin, aber es war eine Frechheit. Das hat echt keinen Bock gemacht. Nicht für Gabby! Ich habe heute wieder ein gutes von ihm gesehen, wo er... Er hat Powerwalking auch von Kindern. Wieso Kinder Powerwalken? Und auf einmal rennen die an so einem kleinen, relativ dicken Kind vorbei und er so, selbst jeder macht mit, er hier wird zum vierten Mal überrundet. Das war wieder, also, war großartig. Und so viele Chicken McNuggets gegessen. Ich frage euch nicht, welche Superkraft ihr gerne hättet, von allen, die es existieren. Ich frage euch, von den Superhelden, die wir kennen, in unserer Welt hier, also fiktive Superhelden, nicht die echten. Jeder Feuerwehrmann. Alle fiktiven Superhelden, wer wärt ihr am liebsten? Und versucht nicht so von wegen, oh, wegen dem Schauspieler so, ich wäre gern so cool wie Chris Hemsworth. Sondern was der kann so. Also werdet ihr gerne Spinne. Aber wahrscheinlich gibt es jede Superkraft, die man jemals sich ausdenken kann als irgendein Film. Du wärst gern Spinne? Ugh. Loki? Schau, das sagst du nur, weil du Loki sexy findest. Das sagst du nicht, weil du die Fähigkeit von Loki willst. Du findest einfach nur Tom Hiddleston fucking sexy und willst einfach... Aber warum willst du dann er sein? Green Arrow. Okay, du willst einfach nur gut Pfeil schießen können. Warum Spider-Man? Spider-Man ist doch so lame, oder nicht? Ich finde das Trickster-Ding mega. Ich weiß gar nicht, was Loki kann, ehrlich gesagt. Kann er nicht einfach alles? Keiner will lieber Shiny hunten. Okay, aber als Spider-Man könntest du wahrscheinlich mit 30 Gameboys gleichzeitig Shiny hunten. Flash. Happens will einfach nur schnell laufen können. Das schnell laufen können wirkt mir als zu OP. Stell dir vor, du rennst in jemanden rein. So wie in The Boys. Es passiert wahrscheinlich viel zu oft. Thanos? Du willst Thanos sein? Was kann der eigentlich? Der kann doch gar nichts. Der ist einfach nur ein krasser Krieger. Der hat doch gar keine Fähigkeiten, oder? Nix. Kann gut snappen. Der kann nix. Wenn ich mich erschrecke, löse ich eine gigantische Druckwelle aus, die Planeten explodieren lässt. Das willst du sein? Den gibt's schon? Was macht er?
Ich habe die Kräfte von Superman. Ich will fliegen können. Die Kraft ist mir relativ egal. Ich will einfach nur fliegen können. Gib mir so richtige Dragon Ball Vibes. Würdest du... Ja... Ich finde immer, wenn die Menschheit fliegen könnte, wäre das eine physische Aktivität und die meisten Leute würden sich entscheiden, nicht zu fliegen. Aber super, bei Superman sieht es nicht so aus, als wäre das anstrengend. Und eine Vorahnung bei Gefahr? Das ist bei Spider-Man nicht schlecht, ja. Wände hochklettern? Nee. Dann lieber fliegen können. Ich weiß nicht, wer ich wäre. Ich will irgendwas Dummes sein. Ich will der eine Typ sein aus Misfits, der Milch kontrollieren kann. Oder der eine Superheld, der denkt, er ist in Grand Theft Auto. Was ist da eigentlich die Superkraft? Ant-Man? Ant-Man ist halt auch crazy, aber ich... Flash kann durch die Zeit rennen, ja... Fliegen, finde ich, ist schon ein Muss. Aber es gibt auch mehr, die fliegen können. Ich meine, kann ich Dr. Strange auch fliegen? Und kann ich... Die können doch alle irgendwie fliegen. Thor kann auch fliegen, dank dem Hammer irgendwie so halb. Wahrscheinlich könnte auch einfach Captain America sein Schild werfen und sich draufstellen und damit fliegen. Willst du Gedanken lesen? Ich glaube, das wäre ein Fluch, Gedanken lesen zu können. Du kannst den DS selbst von innen reparieren als Ant-Man. Yay. Deswegen, ich meine, ich kann meinen DS auch so reparieren. Ich muss es aber können und ich kann es nicht. Als Ant-Man muss ich immer noch... Ich kann zwar klein sein, aber ich muss immer noch den DS reparieren können. Ich weiß ja nicht wie. Strange fliegt auch nur wegen seinem Umhang. Ja, den hätte ich ja dann. Dann muss ich die Arbeit nicht machen, sondern der Umhang. Gibt doch bestimmt noch so dumme. Was ist mit Sandman? Zählt der? Zählt der als Superheld? Nee, ne. Was ist eigentlich mit der Serie? Ist die abgesetzt? Ich fand die nicht schlecht. Sandman. Ich wäre gern die aus die deutsche Schauspielerin, die auch in Atlanta spielt, die aus Deadpool, die immer Glück hat. Die könnt ihr, oder ich wäre gern Peter aus Deadpool. Einfach Peter. We all love Peter. Nee, die immer Glück hat. Weil dann kannst du genau genommen auch fliegen, oder? Weil du einfach... Du springst jedes Mal, aber du kannst nicht wirklich hinfallen, weil du hast Glück, dass du jedes Mal... Keine Ahnung. Selbst wenn du aus dem Flugzeug rausspringst, überlebst du, weil du so viel Glück hast. Der Glücks-Skill-Tree ist auf Maximum. Aber... Das Problem ist, du kannst nicht wirklich fliegen, aber irgendwie gäbe es einen Cheatcode, dass du dann fliegen kannst. Wenn du immer, wenn alles, was du willst, klappt, weil du so viel Glück hast, musst du ja irgendwie fliegen können. Irgendwie musst du... Weiß nicht. Irgendwie gibt es da bestimmt einen Weg, fliegen zu können. Aber ich will schon auch fliegen können. Hulk, weiß ich nicht. Ich meine, wenn du natürlich jetzt der intelligente Hulk bist und deine Kraft kontrollieren kannst, okay. Aber ist es so cool, einfach nur stark zu sein? Ich meine, mehr ist es ja nicht, oder? Der ist einfach nur sackenstark. Aber du weißt das Glück nicht mehr zu wertschätzen. Und es wäre lang, ja. Und Shiny hatten wäre langweilig, weil ich würde es jedes Mal was sofort kriegen. First Encounter, bling. Du kannst auf Spinnen und Ameisen reiten als Ant-Man. Ja, deswegen will ich das nicht sein, weil das widerlich ist. Ich will auch nicht so klein sein, dass eine Biene einfach so groß ist wie ein Hochhaus. Stell dir das mal vor, wie widerlich.
Iron Man kann auch nichts, ja. Iron Man ist auch blöd. Naja, bisher will ich die sein, die einfach immer Glück hat. Oder halt wirklich sowas wie, ist nicht sowas wie Magneto. Magneto kann ja genau genommen auch fliegen. Ich meine, Magneto steuert alles, was aus Metall ist. Aber er kann fliegen. Moment mal, warum kann er fliegen? Oder ist es Professor Xavier, der fliegen kann? Nee, Magneto kann doch auch fliegen. Aber ist nicht die Kraft von Magneto einfach alles, dass alles magnetisch kannst du steuern? Also alles, was irgendwie magnetisch ist? Wie kann er dann fliegen? Weil er die magnetische Anziehung von der Erde benutzt, oder was? Okay, irgendwie geht es. Magneto ist nicht schlecht, aber dann... Ah. Oder einfach Telekinese vielleicht. Sachen mit deinem Mind steuern und dann kannst du auch fliegen. Er steuert kein Metall, er ist magnetisch. Wenn er will. Sonst wäre er sehr nervig, wenn er die ganze Zeit magnetisch wäre. Ja. Er zieht seine Rüstung hoch. Ich glaube wegen dem Erdkern. Also Telekinese ist vielleicht auch nicht schlecht. Damit kannst du auch fliegen und alles steuern, was du willst, die ganze Zeit. So wie Carrie. Aber dann wird Blut über mich ergossen. Das ist auch komisch. Ich wäre gerne jünger. Alt ist, du bist nur so alt, wie du dich fühlst. Also hör auf, dich alt zu fühlen. Alter ist nur ein Gefühl und Gefühle kann man unterdrücken. Das macht Sinn. Adri, du bist ein Ladybar. Demon King, du bist ein Wummer. Ja, eine Kraft wäre noch wirklich alles alles einfach herbeizaubern können. Also, ich will etwas, schnipp, schnapp, dann ist es da. Also so Genie-mäßig. Eigentlich ist ein Genie-Sein die beste Kraft. Kannst du da nicht alles? Nix damit drei Wünschen. Nee, du bist ja selber der Genie. Okay, aber wenn du selber der Genie bist, besteht immer die Gefahr, dass du irgendwann jemandem gehörst. Wie kannst du ein Pokémon sein? Kanalpunkte. Klick auf das Sonderbonbon-Symbol. Man kann echt einhändig nicht resetten. Genies können sich gar keine Freiheit geben. Ich dachte immer, wenn sie halt nicht in der Lampe gefangen sind, können sie machen, was sie wollen. Müssen frei gewünscht werden. Boah, ist das lame.
Soll ich wieder Butter Chicken? Woher weißt du das? Get out of my head. Tatsächlich, ja. Ich habe es vorhin vorbereitet. Das Lied kenne ich, das ist von Burnout Paradise. Das ist von Guns N' Roses. Aber ja. Ich kenne immer, wenn dann, so Lieder aus GTA oder Need for Speed. Oder ich habe damals viel von Metal kennengelernt durch Horrorfilme. Weil jeder Horrorfilm damals, inzwischen nicht mehr wirklich, hat so einen Soundtrack gehabt. Und es war noch nicht mal ein Soundtrack, der im Film zu hören war, sondern einfach, keine Ahnung, Saw. Der Soundtrack zu Saw. Es gab immer die Score. Score war das, was wirklich im Film für Musik läuft. Und da gab es den Soundtrack, was einfach 15 random Lieder waren, die zu dem Film passen. Und das war bei Horrorfilmen immer der krankeste Metal. So habe ich voll die verschiedenen Interpreten kennengelernt. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr. Jetzt gibt's einfach Spotify Playlists. Drei, fünf, acht, sieben, 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 jetzt gleich. Oh mein Gott, was für eine Glückszahl. Beim einarmigen Banditen hätte ich schon gewonnen jetzt. Jetzt. Vice City. Ja, Vice City hatte viele so 80er, 70er Hits. Paradise City, where the grass is green and the girls are pretty. Und wo ist das? Wo ist diese Stadt, in denen Honig, in der Honig als Wasser fließt und die Hähnchen, die Händels nur so gebraten rumhüpfen? Wo ist dieses Schlaraffenland? Hast du mal in einer Spielhalle Geld verdaddelt? Noch nie, weil ich finde das ultra dumm, wenn man sowas macht. Ich habe ernsthaft noch nie ansatzweise. Das größte Glücksspiel, was ich wahrscheinlich jemals gemacht habe, war in Games wie Genshin Impact 10 Euro ausgeben oder Pokémon-Karten kaufen. Halt erst, aber ich glaube, ich habe noch nie irgendwo glücksspielmäßig. Ich habe noch nie ein Lotto-Ticket auch gekauft. Zum einen, weil ich weiß, also jeder weiß ja, dass es dumm ist. Aber irgendwie geht da mein Kopf mehr auf die Logik als auf den Spaß. So, warum sollte ich? Beziehungsweise, vielleicht kann man auch zählen, wenn man so mit Freunden zusammen Schafkopf spielt oder Poker. Da habe ich Geld verloren, aber das waren 10, maximal 20 Euro. Und das zählt ja nicht wirklich, oder? Das ist halt, es ist natürlich Glücksspiel, aber man macht es halt. Das ist ja nicht, also, ne? So. Und auch da habe ich es nur aus Spaß gemacht. Ich hatte nie die Absicht zu gewinnen. Man kann halt leider süchtig werden. Und da habe ich viel zu viel Respekt auch. Ich habe das Gefühl, dass es, glaube ich, ich glaube, keiner kann von sich behaupten, dass man dagegen immun ist. Ich würde von mir tatsächlich behaupten, dass ich immun dagegen wäre. Also ich bin definitiv immun dagegen, es überhaupt zu probieren, weil ich verspüre gar nicht das Bedürfnis, es zu tun. Aber ich glaube, keiner kann sagen, dass
wenn du dann mal in so einem Casino stehst und auf einmal gewinnst du 1000, ich glaube, das ist so dieses Gefühl, wenn man dann auf einmal, Moment mal, es geht wirklich. Ich glaube, keiner ist gegen dieses Gefühl immun. Und ich will gar nicht in dieser Situation sein, dass es vielleicht auch nur ansatzweise diese Sucht herausfordert. Weil ich bin sehr suchtgefährdet. Aber auch nur, weil ich krass zigarettenabhängig bin. Also ich rauche zurzeit nicht. Aber es vergeht kein Tag, an dem ich nicht gerne rauchen würde. Kein Tag. Seitdem ich 16 bin. Was ist das für ein Kack? Was ist das für ein Standardkack? Besser. Pokémon kann auch eine Sucht sein. Ja. Nur diese Sucht kostet mich nicht wirklich was. Ich würde sagen, definitiv sowas wie Pokémon Go kann eine Sucht sein. Da kann man richtig viel Geld reinstecken. Also das Problem ist immer, wenn du dabei zum einen Geld rauspumpst, was du nicht hast. Aber natürlich auch, wenn du für etwas so viel Zeit verschwendest, dass du nichts anderes mehr tun kannst, dann ist es immer gefährlich. Und das mit dem Zeitding, das kann bei allem sein. Ne? Das kann selbst bei Briefmarken sammeln sein oder bei einem Spiel, was kostenlos ist. Aber das ist das ganze Leben. Aber deswegen kaufe ich auch keine Pokémon-Karten, weil es sinnlos ist. Ein Kumpel hat 1000 Euro verzockt, war immer ein gutes Negativspiel. Du hast dein Shiny Äffchen, Jenny. GG. Falopelle. Dir ist aufgefallen, dass Porygon in Blau weniger kostet als in Rot und Gelb? Wirklich? Wie? Hä? Nein. Was? Warum? Nein. Hä? Ich habe mal in einem Inkassobüro gearbeitet. Du glaubst gar nicht, was ich alles gehört habe. Klar, ich glaube dir das sofort. Oh, stimmt nicht. Ich habe Glücksspiel gemacht. Ich war zweimal beim Pferderennen. Und da habe ich kurz das gespürt. Weil das allererste Mal, dass ich da war, also wir waren da mit Freunden aus der Arbeit. Einmal war es super cool, beim zweiten Mal war es schon nicht mehr cool und waren wir nie wieder. Am ersten Mal, als wir da waren, war es wirklich so, ich bin reingegangen in dieses Büro und dann sieht man da die Pferde stehen, die gerade laufen werden gleich. Und dann war da einer, der hieß Partykracher. Da hatte ich mir Partykracher, geiler Name. Hab 5 Euro auf Partykracher gemacht. In Dublin? Nee. Hier gibt's krasse Hunderennen wahrscheinlich. Nee, in München auf der Pferdereitbahn. Würde ich aber auch nicht empfehlen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so geil für die Tiere und sowas. Aber ich habe einfach mal aus Spaß immer da hingegangen. Und ich bin da rein, hab gesehen, Partykracher ist als nächstes dran, unter 15 anderen Pferden oder sowas. Ich hab gesagt, hier, 5 Euro auf Partykracher. Und dann hat es tatsächlich, und der Partykracher hatte eine Chance, oder wie heißt das, eine Ding von 1:8. Und dann ist fucking Partykracher Platz 1 geworden. Und auf einmal wurden mir 40 Euro in die Hand gegeben. Quote, genau. Da dachte ich mir so. Und dann kommt halt dieser Gedanke. Weil ich hatte 500 Euro dabei. Als ein Schein. Und dann kommt der Gedanke so. Wie viel Geld hätte ich gerade gewonnen, wenn ich anstatt den 5 Euro einfach 5 Euro hingelegt hätte? 4.000. Und da war dann schon so. Da spürst du auf einmal dieses so einfach ist es. Ich habe an dem Tag kein Minus gemacht. Ich glaube, an dem Tag war ich dann plus 20 oder sowas, bin ich nach Hause gegangen. Aber das war wirklich einfach nur
Unter Freunden sind wir da hingegangen, waren da den ganzen Tag, haben was gegessen. Ich glaube, ich war sogar plus 20, trotz den Sachen, die ich da gekauft habe zum Essen oder sowas. Aber ist auch krank, wenn du da eben so hingehst und du guckst mal, beobachtest die Leute, ist krank. Wie die auf ihren Stühlen sitzen, auf die Fernseher starren von irgendwelchen Pferderennen auf der anderen Seite der Welt. Mit ihren Zetteln in der Hand, die beweisen das, auf was sie gesetzt haben. Porygon kostet in Blau nur 6.500. Und was ist dann da 9999? Nix? Oder? Hä, warum ist das so günstig? Ist halt mein Anfängerglück. Yep. Das war geil. Von 5 Euro 40 Euro gemacht. Hallo? Nee. Aber ich habe gar keinen Drang, das zu machen. Ich habe nur Angst, dass, wenn ich es mache, dass ich dann... Ich glaube, keiner ist immun dagegen eben. Die armen Tiere. Ja, bei Hunden ist es, glaube ich, ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus. Die Pferde, ich weiß noch immer, wenn die dann zurückgekommen sind, also sind gerannt, krass gerannt. Und immer, wenn die dann zurückgekommen sind, konnte man, und man konnte sich davor die Tiere anschauen. Die sind also im Kreis gelaufen, kurz 5 Minuten, und dann sind sie auf die Startbahn, sind gelaufen, und dann sind sie wieder zurück. Immer wenn sie zurückgekommen sind, die waren, also so etwas Verschwitztes hast du noch nicht gesehen. Das ist krank. Die Tiere, die Pferde kommen zurück und du glaubst nicht, wie sehr die schwitzen. Die sind, die sehen nasser aus, als wenn sie eine Stunde unter der Dusche stehen. Und denkst du, wow. Hunde rennen gerne, Pferde rennen auch gerne. Ich glaube, es ist immer eher das Außenrum. Ich habe keine Ahnung davon, ne? Aber ich habe das Gefühl, es ist eher so das Außenrum, was es zur Tierquälerei macht. Sodass sobald ein Pferd ansatzweise nicht mehr gut läuft, wird es erschossen. Weil ich glaube, an sich werden die Pferde sau gut behandelt, weil die halt, ne, die kriegen das beste Essen, die kriegen das beste Medikament und so weiter, also schätze ich. Und Hunde auch. Pferde schwitzen. Also, wenn Pferde nicht schwitzen, dann schwitzen sie dann auf jeden Fall. Sie schwitzt, alles schwitzt, jedes Säugetier schwitzt, glaube ich. Nicht mit der Menschen auf dem Rücken. Pferde rennen nicht gerne mit Menschen auf dem Rücken. Okay, aber dann wären wir allgemein bei dem Punkt, dass allein ein Pferd zu reiten Tierquälerei ist. Und das weiß ich nicht. Hunde nicht. Hunde rennen nicht gerne. Was? Hunde schwitzen nicht. Wie Hunde schwitzen nicht. Muss nicht jedes Säugetier schwitzen? Darum hecheln sie. Ja, zusätzlich. Du willst mir sagen, ein Hund wird niemals auch nur ansatzweise feucht, solange du ihn nicht ins Wasser schmeißt. Echt? Hunde schwitzen auch gar nicht. Du hast es mit Mew probiert, hat leider nicht funktioniert. Hast du den richtigen Code für Mew benutzt? Hast du richtig auf der Website geguckt, welchen Code du benutzen musst? Du musst da zuerst zur Sprache gehen, in deinem Fall wahrscheinlich Deutsch, und dann den Code auswählen. Das funktioniert 100.000%, dann hast du es nur irgendwo falsch gemacht. Die transpirieren. Echt Hunde? Echt nur? Also die Pferde... Also die Pferde waren durchgeschwitzt. Das ist so krass. Also, aber so, dass du wirklich so, oh mein Gott. Wie geht's dir, Leo? Platin, Petrit? Das geht dich gar nichts an. Krokodil kann auch nicht schwitzen. Okay, das sind auch Reptilien. Ich dachte, Säugetiere schwitzen alle. Ich dachte vielleicht, das ist eine Eigenschaft von Säugetieren. Sowas wie, ne, weil du hast einen Stoffwechsel, auf eine gewisse Art von Stoffwechsel und so weiter. Reptilien sind Kaltblüter. Deswegen schützen die nicht, weil es das Äußere quasi bestimmt die Temperatur von denen. Quasi, wenn die nicht... Egal, ja.
Mehrmals, auch Code mehrmals immer wieder kontrolliert. Dann ist irgendwas anderes falsch. Es muss funktionieren, glaub mir. Ich kann dir nicht sagen, was falsch ist, aber es muss genauso funktionieren wie Deoxys. Über dem Code stehen auch die Bedingungen, die du haben musst. Sowas wie, sei in diesem Raum und geh da das Ei ausbrüten oder geh dahin und trigger das. Also du musst ja nicht jedes Mal so wie bei Deoxys in dem Pokémon Center hin und her laufen. Das ist ja jedes Mal anders. Aber es muss gehen. Es muss wirklich gehen. Schweine schwitzen auch nicht. Okay, okay. Säugetiere anscheinend nicht alle am Schwitzen. Maori Racing, du bist ein Krawell. Krass, Google sagt, Pferde schwitzen. Ich finde es krasser, also dass andere Sachen. Geht ihr davon aus, dass kein Tier schwitzt? Ist das der Default bei euch, dass kein Tier schwitzt? Oh mein Gott, Pferde schwitzen. Bei mir ist es andersrum. Ich bin davon ausgegangen, dass jedes Säugetier schwitzt. Gott, ist Krawell schon? Krass. Daran könnte es liegen. Ja, das steht über jedem Code, steht, was du machen musst, um den Code zu aktivieren. Schwitzen Fische? Ich glaube nicht. Ist das der Grund, warum das mehr salzig ist? Alle am Sweaten da drin. Der Mensch ist doch auch ein Säugetier. Ja, happens. Ich dachte mal, alle mit Fell schwitzen nicht. Hm. Katzen schwitzen auch nicht, ne? Ich meine, es macht es umständlicher, ne? Fell und Schwitzen zusammen. Schnecken? Ich weiß nicht, ob Schnecken schwitzen. Maori! Warum das Spiel neu starten? Rätsel ist schneller. Okay, dann mach mal das Rätsel mit nur einer Hand. 33 Sekunden sind nicht langsam, deswegen ich resette das ganze Spiel, weil ich muss zwei Controller gleichzeitig manövrieren. Das dauert sicherlich länger, wenn ich zwischendrin versuche, verzweifelt dieses Symbol abzulaufen. Ja, Pferde, das sieht krass aus, wenn die von ihrem Race zurückkommen. Hast du Kappa benutzt? Kappa ist böse. Wir benutzen hier kein Kappa. Er stellt sich aber auch an. Komm wieder, wenn du auch zwei Konsolen gleichzeitig benutzt. Hier, ich versuche einmal, ich mache einmal mit Flüchten, okay? Und schauen wir mal, wie viel länger ich brauche. Schau, ich bin jetzt schon falsch. Bei Giratina habe ich nach 10.000 aufgegeben. Du hast nicht aufgegeben, du hast pausiert. Irgendwann wirst du verstehen, dass du zurück musst. Also mit zwei 3DS-Systemen mache ich ja Soft Resets. Okay. Machst du auch mit dem anderen dann eine komplexe... Ich sehe noch nicht mal, wo ich hin muss. Was muss ich machen? Das da, ne? So, so. Schau, dann laufe ich dran vorbei. Ich kann in der Zeit nichts bei Giratina machen, während ich das hier mache. War es das? Ja. Das dauert so viel länger. Beziehungsweise das Potenzial, dass ich länger brauche, ist so höher. 33 sind zu schlagen. Es geht nicht darum, es ist klar, dass es Flüchten schneller geht. Es geht darum, dass es konstant einfacher ist. Was glaubst du, wie oft ich mich verlaufen werde? So oft, wie ich das mache.
Pokémon schwitzen nicht, nein. Ich muss euer Geblubber auch noch anhören. Das ist eigentlich das Schlimmste, ja. Okay, 800. Sind wir schon bei 800. Wo haben wir heute angefangen? 600 wahrscheinlich. 200 Resets pro Stream? Ist okay. Aber 200 Resets in 303 Stunden klingt irgendwie wenig. Ich bin Deoxys Resets gewohnt jetzt. Hallo, wir machen den Stream erst gut. Man sieht euch gar nicht. Mich sieht man wenigstens. Ich muss euch vorlesen, dass ihr überhaupt eine Präsenz habt im Stream. Regidrago. Aber du siehst uns. Oh, es gibt keinen Beweis. Es gibt keinen Beweis für eure Existenz in diesem Stream. Zumindest nicht, sobald der Stream vorbei ist. Jetzt eine Harley dazu. Harley, 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 Harley Davidson. Heute werde ich erst ins Bett gehen, wenn das Gen 6 Video fix und fertig ist. Das ist noch ein Stück, denn Musik ist oft richtig schwierig drunter zu legen. Sie muss passen, darf nicht ablenken, super schwierig die Lautstärke. Es ist quasi unmöglich, die perfekte Lautstärke zu finden, weil manche hören das Video über Boxen, manche über Kopfhörer, manche in ihr, over ihr, was, und überall ist Lautstärke leicht anders empfindbar. Deswegen lieber zu leise als zu laut. Aber manchmal finde ich es so schade, dass dann der Moment vielleicht zu leise ist oder man es gar nicht hört. Ist nervig. Dann mache ich mir, manchmal suche ich 20 Minuten nach dem perfekten Lied und dann hört man es eh nicht im Hintergrund so. Das ist wichtig. Fährst du Motorrad? Niemals werde ich Motorrad fahren. Eine Todesfalle! Nein. Ich mag meinen Käfig um mich rum, wenn ich Auto fahre. Mache ich alles platt. All die Motorradfahrer. Ohne uns würdest du stumm da sitzen, die Spiele neu starten und folgendes Gesicht machen. Dann kommt eventuell ein Schein und dein Gesicht wandelt sich von. Das war. Das hast du schön mit Smileys ausgedrückt. Du hörst mein YouTube-Video immer auf einer 200.000 Watt Bass Boosted 7.1 Anlage. Okay, du hörst die Musik im Hintergrund. Ich mag Motorradfahren nicht. Ich war schon hier und da, saß ich auf Motorrädern oder Mopeds hinten drauf, so mit Helm und so, hab mich um mein Leben festgehalten. Nie war das irgendein schönes Erlebnis. Und was ich dann höre, so jeder, den ich kenne, so gut wie, hat einen Motorradführerschein. Ich höre immer nur
Meine Hände sind so kalt. Ich bin umgefallen und keiner hat mir aufgeholfen und das Motorrad lag auf mir drauf. Ich bin in Menschen reingefahren, das ist ein Kumpel von mir. Ist in einen Menschen reingefahren, das war ihre Schuld, sie ist einfach über Rot gegangen und bam, konnte nicht ausweichen. Er ist mit seinem Motorrad, oder es war ein kleines Motorrad oder irgendwas, in einen Menschen reingefahren, ihr ist nichts passiert, aber das Lustige ist, er kannte sie. Und für Außenstehende muss es so lustig gewirkt haben, weil er fährt einfach einen Menschen um, Motorrad fällt um, Motorrad dabei Totalschaden, sie kein Kratzer, er kein Kratzer, Motorrad Totalschaden, die kennen sich, er hilft ihr auf und dann sagen so, hey, und dann umarmen sie sich so und alle anderen außen und müssen sich so denken, what the fuck just happened here? So München ist ein Dorf. Fährst in Menschen rein, kennst du. Muss immer aufpassen. Dasselbe bei dir. Keine Ahnung. Ich natürlich befreiend, wenn du so auf der rumdüst auf der Maschine und dann der Wind und du führst. Ehrlich gesagt, die meisten finden es doch nur geil wegen Adrenalin, weil es ist ja ein Adrenalin-Boost, oder? Weil du bist komplett hilflos auf dieser Maschine und das ist ja ein großer Teil von Adrenalin. Also wie Fallschirmspringen, Achterbahn fahren, du bist nicht wirklich ausgesetzt, weil du hast immer noch die Kontrolle. Aber so, du bist halt ohne was um dich rum. Du bist halt einfach frei, halt wirklich so frei und das ist wahrscheinlich der Adrenalin-Boost oder was auch immer, dass du dich in die Kurve reinlegst und was nicht alles. Aber das ist doch der Teil, der komplett abnormal ist. Ich war schon im Urlaub und kannte auch da Leute. Ja, selbstverständlich. Das kann immer passieren. Mein Redface hat vorhin 50 Bets gespendet. Nee, das war gestern. Nee, warte, was? Sorry, ich bin dumm. Bin durcheinander. Nee. Das einzig Coole fände ich wirklich, auf so einer großen Harley zu sitzen und gechillt, bequem zu fahren. Aber auch da, ich muss nicht auf so einem Ding sitzen, ich kann auch in einem Auto sitzen und erst recht bequem sein. Es sieht natürlich von außen cooler aus, wenn du auf einer Harley sitzt und sowas, aber es muss nicht sein. Das kann ich schon eher verstehen, weil es einfach dann gechillt ist. Es ist immer noch nicht so gechillt wie Autofahren, glaube ich. Aber es ist wenigstens laid back, so, oh yeah. Born to be wild. Oh, ho, ho. Ich weiß nicht, ob es bequem ist, wenn das Lenkrad so ist. Es gibt ja verschiedene Harleys. Ich meine jetzt nicht so einen Chopper. Ich meine jetzt nicht die Dinger. Gibt es auch so Leute, die so Fahrräder haben. Willst du auf Kugelwilli sitzen? Wohin fliegen Kugelwillis, wenn sie kein Ziel haben? Aber geradeaus gegen die nächste Wand. Nicht schon wieder. Amadeus. Du kennst ja solche Harleys. Ja, Harley ist ist einfach die Marke. Es gibt auch richtige. Also nicht so diese riesigen mit den riesigen Lenkern, sondern halt einfach Harley. Keine Ahnung, muss halt, was die Leute halt fahren. Die sitzen nicht alle auf diesen riesigen Choppern. Das ist ein Chopper, was du meinst. Eine Harley kann einfach so ein fettes Motorrad sein. Aber es ist halt dann so ein fettes, tiefes, breites Motorrad mit breiten Reifen. Also es muss nicht so ein fetter Chopper sein. Okay. Das war's so langsam. Wieder ein Stream vorbei. Kein Shiny gefunden.
Ah, das ist okay. Wir haben noch ein paar Resets vor uns wahrscheinlich. Ich glaube, Giratina kommt vor Regidrago. Wie gesagt, mein Abend, meine Nacht wird so aussehen, dass ich das Gen 6 Video fertig mache. Was dann morgen für Patreon rauskommt. Und am Donnerstag für YouTube um 16 Uhr. Jetzt, wo ich es fertig habe, finde ich schon, dass es gut geworden ist. Ich hoffe, ich kann irgendwie noch was bei diesen Top 4 machen, dass ich da was rausschneide, weil der Teil ist einfach zu lang. Aber ich will auch nicht... Ich will es auch nicht drin haben. Ich freue mich auf den Anzug. Das ist die dümmste Stelle. Da cringe ich, da lache ich noch nicht mal, da cringe ich an der Stelle. Vielleicht schneide ich die raus, ehrlich gesagt, die Stelle mit dem Anzug. Die Tasten hauen. Zuerst muss ich kochen, dann essen, dann eine Folge Foundation gucken und dann... Und dann wird es schon 22 Uhr sein. Das Video geht eine Stunde. Gott, das wird wahrscheinlich bis 3 Uhr, 4 Uhr nachts oder so. Dann muss die aber ins Making-of. Die Anzugstelle. Ja, ich tue sie nicht raus. Okay, meine Lieben, das war's. Habt einen schönen Abend. Letzte Chance, Patreon zu werden und das Gen 6 Video nicht zu verpassen. Für nur 5 Euro. 4 Euro? 5 Euro. Ich weiß es nicht mal. Könnt ihr inzwischen über 40 Videos von mir anschauen, die exklusiv nur auf Patreon sind. Das sind 40 Stunden Content mit diesem Gesicht und dieser Stimme. Wow. Much, much awesome. Such deal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bussi, 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 bussi.